Was? Nein? Alles muss man anders machen. So, jetzt funktioniert das Mikrofon. Na also noch einmal. Hallo und Huhu nach da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade in der 20. Version. Oder nicht, nee, ist gar nicht die 20. Ist die V20. Keine Ahnung. Ich spiele heute nicht alleine. Wir spielen heute zusammen. Nämlich, wir spielen zusammen ich, der Koali. Der Esel nennt sich nämlich immer selbst zuerst. Und heute ohne Bild die Sera als Emma Williams. Lua. Und der Joe als William Andrews. Oder auch Mortifer Morse, Wrestling Champion of the World. Ja, und wer das allererste Mal einen Stream von mir guckt, in dem Joe mitspielt, oder von irgendwem, wo Joe mitspielt, Joe hat kein Gesicht. Deswegen kann man ihn nicht an eine Kamera bannen. Eine tolle, das habe ich noch nicht gebaut. Eine tolle Vampirkraft übrigens, ja. Dann haben wir einen Mischka. Einen Mischka. Und der spielt Jonathan Bauer. Ei, gute zusammen. Und hat die beste Christmas-Mütze, die jenseits dieses Äquators in ihrem Stream jemals auftaucht. So. Und wir haben last but not least Leopardin 202 als Melina Ferinadis. Guten Abend. Jo. Und hallo auch an Darkest Jedi und Drex 87. Und an Stefan 347. Und wir spielen heute die zweite Staffel schon von unseren Chicago Chronicles. Und das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her. Letztes Mal haben wir den Prinzen zusammen befreit aus den Krallen seines Lieblingsghouls, der ihn verraten hat. Und sind wieder dem Tagesgeschäft übergegangen. Ihr habt einen mächtigen Verbündeten in Chicago und das Leben als Vampir könnte nicht toller sein in dieser Stadt, wenn man den Prinzen zum Freund hat. Deswegen frage ich einfach mal, es ist ein bisschen Zeit vergangen, ich sag mal ein paar Monate. Ja, wir haben jetzt inzwischen späten Frühling schon, die letzten Ereignisse geschahen ja so um die Neujahrswende herum. Was passiert denn so in den vampirischen Leben von Melina, Emma, William und Jonathan? Machen die überhaupt noch irgendwas zusammen oder
Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Probleme, auf die sie stoßen während ihrem Unleben, so in ihrem alltäglichen Unleben. Von dem Vampirgesellschaft selber werdet ihr relativ in Ruhe gelassen, es sei denn, ihr sucht sie aktiv. Aber erzählt doch mal so, wie es euch ergangen ist. Irgendeiner darf anfangen. Ladies first. Welche von den Ladies möchte denn anfangen? Wie sie alle hier schreien. Ja, ich kann Kann wohl auch. dann anfangen. Ja, nö, ich kann auch wohl. Ich dachte nur. Ja. Also in dieser Zwischenzeit habe ich versucht, noch ein bisschen mich weiter bedeckt zu halten. Das Problem ist ja, wie bei fast allen von uns, dass die Familie beziehungsweise irgendwie oder bei vielen von uns, dass da irgendwie noch lebende Leute in Chicago rumlaufen, die uns auch noch als Lebende kennen und dass wir da natürlich extrem vorsichtig sein müssen, sodass ich tatsächlich dabei bleibe, meine Wohnung erstmal in meine Zelte erstmal in Gary aufzuschlagen. Das ist nicht so weit von Chicago weg, dass ich, wenn mal irgendwas ansteht, auch schnell in der Stadt bin, aber dann auch relativ zurückgezogen einfach lebe, weil aus Chicago niemand freiwillig so ganz schnell nach Gary geht, um irgendwie zu gucken, ob da Leute rumlaufen, die sie für tot halten. Ja, in Gary ist ja auch eine ganz andere Vampirgesellschaft als in Chicago. Ja. Und, Das ist auch so, ja. aber zu deinem Glück mag Prinz Modius mag dich trotzdem. Also auch, weil du gehörst zu einem der wenigen Vampire, die zu seinem Staat dann gehören, wenn du offiziell dann in Gary leben möchtest. Ja. Ja, das werde ich tun. Wobei ich ja trotzdem auch bei dem Lodin, glaube ich, seit wir ihn gerettet haben, Stein im Brett haben, sodass ich, glaube ich, also da würde ich mich jedenfalls darum bemühen, mir das mit keinem zu verscherzen, damit ich eben wirklich so frei von Stadtgrenzen über hinweg irgendwie so je nach Bedarf, wo ich gerade mich aufhalten will, wirklich auch hin und her mit Hauptwohnsitz in Gary tatsächlich. Modius Meine sieht das Zeit. nicht ganz so gerne, dieses Grenzhopping. Hat dich ein paar Mal versucht, in seine Intrigenspiele Ja, da lasse einzuspannen. ich mich aber nicht drauf ein. Ja. Soweit das natürlich möglich ist. Er ist natürlich trotzdem mein Prinz und so, wenn er jetzt irgendwas befehlen würde. Aber wenn er jetzt nur sagt, naja, ich sehe das nicht so gerne, ich hau dir mal auf die Finger, dann sage ich ja, weiß ich wohl, aber ich mache es trotzdem. Weil ich mich nicht ganz aus dem, was die Stadt einem bieten kann, raushalten will. Zum Beispiel habe ich es in den letzten Monaten einfach auch noch mal ein bisschen geguckt, was so die griechische Mythologie betrifft. Da habe Warum ich, das denn? ja, guck mal, weil das lässt mich nämlich nicht los, dass wir ja diesen sehr alten, vielleicht Methusalem, wissen wir nicht so genau, sehr alten Kumpel Menele hier hatten, der die ganze Zeit von einer Helena sprach und mir kam die ganze Zeit die Troja-Geschichte in den Hinterkopf, die ich als Griechin natürlich schon auch irgendwie gehört habe und wo ich irgendwie, aber ich dachte, so ganz präsent hast du das auch nicht mehr. Das habe ich nochmal nachgeguckt. Und ich habe weiter versucht, dass das eine, was ich gemacht habe, Bücher gewälzt, auch tatsächlich nochmal wieder ein bisschen mehr mein Griechisch aufgebessert, so ein bisschen. Mama wird sich freuen, aber ich kann es ihr nicht erzählen. Um das auch wirklich auch nochmal im Original zu lesen, in Altgriechisch und so. Und tatsächlich habe ich dann auch versucht, weiter mich irgendwie fit zu halten. Ich habe ja irgendwie sonst mein Militärtraining gehabt und ich würde auch weiter versuchen, mich in Sachen Kampfsport und so fit zu halten. Und das habe ich mir als dickes, dickes Memo aufgeschrieben. Nach unserem letzten Abenteuer, ich werde ihm eine Waffe besorgen. Ja, das ist in Amerika jetzt nicht so sonderlich Nee, schwer. das. Willst du richtig hier mit Waffenschein und allem, also richtig offiziell oder durch dunkle Kanäle?
Nö, ich mache das offiziell. Ich habe ja auch einen Personalausweis, auch wenn der nicht so richtig offiziell ist, aber ich habe einen, der richtig offiziell aussieht, mir besorgt, damit ich mich ausweisen kann. Als? Und wie als? Ach so, mit einem, da muss ich natürlich einen anderen Namen haben. Das ist ja richtig, da habe ich noch nicht Ah, drüber Mist, hätte ich das nachgedacht. mal nicht gefragt. Wäre schon ein Denn, ja, das. Plot-Aufhänger gewesen. Ja, Als, also du hast einen ja. anderen Namen ausgesucht. Den können wir uns ja noch überlegen. Den überlege ich mir. Das sage ich dann gleich Also irgendwann eine mal, ja. Tarnidentität hast du dir aufgebaut. Ja, das hab ich ja schon irgendwie ziemlich am Anfang gemacht, ne? Da hattest du mir ja nach meinem Einführungsabenteuer schon gesagt, ich müsste dann ich weiß es nicht mehr, in irgendeinen besonderen Schuppen gehen. Ja, Stefan Succubus. meint, du musst noch 7 Tage warten, bis du die Waffe kriegst. Ja, das Ja, ist. gut, das. Wenn mehrere Monate dazwischen vergangen sind, dann werde ich diese 7 Tage dazwischen auch erledigt haben. Ja, genau. Ja, das ist im Wesentlichen, was ich gemacht habe. Ja, perfekt. Gut. Und eine Frage noch. Ja. Du willst dich kampfsportlich auf dem hohen Stand halten. Wie machst du denn das so als Vampir? Ich gehe ins Fitnessstudio. In so ein 24/7 Fitnessstudio in Chicago. Genau, so ein 24-7-Fitnessstudio mit verschiedenen Geräten auch. Die bieten lustigerweise auch in den Abendstunden Kurse an, wo man dann irgendwie so Ja, Krav das ist. Maga und hast du Achso, nicht okay, gesehen. was? Solche so, okay, ja. Also so Irgendwie da, in besondere diesem Kurse. Fitnessstudio gibt es auch Kampfsport. Da gibt es auch, genau, das kannst du da auch machen. Das ist dann zwar eigentlich so ein bisschen auf, wir hupsen mal so rum und tun so, als wäre Kickboxen das Ideale, um sich irgendwie fit zu halten. Aber natürlich lernt man dabei auch ein bisschen zu kämpfen. Sagt der Stefan schon eine super Überleitung, denn ich kenne jemanden, der wird gar nicht so gerne sehen, dass du in dieses merkwürdige Fitnessstudio 3 Blöcke weiter neben seiner Wrestling-Schule dich fortbildest, anstatt doch in seine Wrestling-Schule zu gehen, nicht wahr, William? Womit wir Naja, gleich die das sagen, Wrestling-Schule, was macht denn William? die Wrestling-Schule nimmt ja nur die Talentiertesten auf und deswegen ist es eben so, dass er nicht daran denkt, dass Melina zu ihm in die Wrestling-Schule kommt. Außerdem haben die beiden ja eh so ein bisschen Differenzen und ja, das ist dann schon ganz gut, dass sie nicht da Was ist. eigentlich auch nur daher rührt, wenn ihr euch mal alle kurz erinnern wollt, dass ich ihn getackelt und zu Boden gerissen habe. Nur damit ihr, ne, mal über Talente und so gesprochen wurde. Naja, ich habe nie behauptet, dass ich Football spiele, ja. Also so einen popligen Tackle, den kriegt ja jeder hin. Das ist ja. Pff. Und dann noch so link. Aber egal, ja. Er ist ja nicht nachtragend, der gute William. Ja. Er ist innerlich gefestigt und Siri gibt auch ab und zu Kommentare dazu ab. Ach, ich dachte, Aber sie heißt nicht mehr Siri. nein, sie heißt jetzt Alexa. Ach so, okay. Ja, das ist, man hat nämlich auch einen neuen Personalausweis für Siri, aka Alexa gemacht. Ja, Oha. weil man muss Weshalb? ja sich tarnen. Nichtsdestotrotz bin ich ja weiterhin Wrestling Champion of the World und muss diesen Titel ja auch aktiv verteidigen. Das heißt, auch ich fahre ein wenig umher und trete hier und da in der Wrestling-Liga auf, um meinen Gegner den Arsch zu versohlen, ist ja ganz logisch. Ja. Ja, wobei wir ja gesagt haben, dass du in dieser Chicagoer Wrestling Liga auftrittst. Weiter heraus aus Chicago, weiß ich nicht, ob es dich da nach draußen zieht. Das könnte Probleme geben. Nee, also Chicago ist ja schön, aber es gibt ja verschiedene Plätze in Chicago und da ist man dann ja auch on the road. Genau, Ist zwar nicht groß ganz so genug die weit on Stadt. the road. Ja, und ich versuche auch die ganze Zeit mit meinem Promoter darüber zu sprechen, dass man ja eigentlich mal in Barrie Gary, ja. eine Wrestling-Veranstaltung machen könnte, ja, weil auch da das Publikum natürlich nach Mortifer Moors giert. Sie wollen ihn sehen, das weiß ich und Ja, er guckt dich, wenn du sagst, dass die Leute in Gary dich unbedingt sehen wollen, guckt er dich ein bisschen schräg an und meint, wie viele von den Obdachlosen glaubst du, können sich die Eintrittskarten leisten?
Nun, Alexa meint, man könnte es ja einfach als Charity-Event machen. Oh, ein Charity-Event, das ist eine hervorragende Idee, ja. Ja. Ab und an hat auch mal ein blindes Huhn eine gute Idee. Mhm. Also Alexa. Ja. Und deswegen bin ich immer noch dafür, trag dafür Sorge, dass es endlich losgeht. Damit. Ja. Mord, tiefer Mord. Ich rede mal mit dem Liga-Vorstand. Ja, meinetwegen auch das. Sprich meinetwegen auch mit dem Liga-Vorstand. Ja? Aber mach was für dein Geld. Ja. Mann. Sonst suche ich mir einen neuen Manager. Ja, ansonsten mache ich eigentlich nicht viel. Ich pumpe halt und. Ja, das ist. Als Vampir bringt so gepumpe nicht viel. Weil das ist ja egal. Da ich ja kein Vampir bin, sondern ein Mensch. Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn alle anderen um mich herum meinen, sie wären Vampire. Das ist. Irgendwie ist es komisch, wenn die immer ihr Gimmick den ganzen Tag spielen. Das ist ja total albern. Aber okay. Ja, alle sollen sie machen. Sie sind halt alle ein bisschen verrückt. Was will man machen? Ja, okay. Dann kümmerst du dich weiter um deine Karriere. Eine Frage habe ich. Du hast ja was gesagt. Du willst eine Deck-Identität für Alexa dir anschaffen? Die soll einen eigenen Ausweis bekommen oder was? Ja, ich habe ihr einen gemalt. Also, ach so, gemalt, okay. Sehr schön. Ja. Und perfekt. Das muss reichen. Ja. Ich sehe schon. Ja, okay, du hast hier einen Ausweis gemalt. Und zweite Frage. Wie geht es Simon und Garfunkel? Ja, Simon und Garfunkel, denen geht es extrem gut. Sie dürfen unter mir trainieren. Ab und an dürfen sie auch mal eine Pizza essen. Aber dann müssen sie doppelt so hart trainieren. Ja. Und ansonsten sind Simon und Garfunkel richtig glücklich, die ganze Zeit mir Gesellschaft leisten zu dürfen. Ja, natürlich. Ja. Fütterst du sie denn auch hier hin und wieder? Na, selbstverständlich. Sie kriegen Pizza und Burger. Also, das ist ja. Also kein Blut mehr. Naja, ab und zu kriegen sie einen Tomatensaft. Kein Blut. Weil mehr. Blut ist ja, das ist ja nichts anderes als Tomatensaft. Ja? Ketchup. Mhm. Das ist. Ansonsten, ne? Werden sie ja noch süchtig und so. Das geht ja mal gar nicht. Okay, also du entwöhnst sie langsam vom Vampirblut. Alles klar. Ja. Gut, keine Gude mehr. Ja, kommen wir doch mal zur zweiteren Dame. Was macht denn Emma Williams? Die hat ja schon in ihrem Leben in der High Society von Chicago ja schon noch relativ viel mit ihren Eltern zu tun gehabt eigentlich. Das könnte ein Problem sein, oder was meinst du? Mit ihrem Vater. Die Mutter ist ja gestorben. Stimmt, ja. Ja, also nach dieser ganzen Eskapade, nachdem sie nun endlich in Chicago akzeptiert ist, ist sie dann auch ein paar Tage später, beziehungsweise ein paar Nächte später, zum Haus ihres Vaters gefahren und hat mit ihm gesprochen und hat ihm die ganze Wahrheit gesagt, auch wenn sie weiß, dass sie das nicht darf eigentlich. Hat aber vorher mit dem Prinzen drüber gesprochen, dass das unbedingt nötig ist und gar nicht anders geht, weil sie an ihre finanziellen Mittel kommen muss. So hat sie es hingestellt, aber in Wirklichkeit ging es ihr wirklich um ihren Vater. Der Vater hat das natürlich nicht ganz so gut aufgenommen. Er war total entsetzt. Erst hat das nicht geglaubt, dann war er total entsetzt und traurig, dass seine Tochter quasi tot ist. Und seitdem klammert er sich so ein bisschen an sie. Ja, versucht sie auch irgendwie zu unterstützen. Also er hat sich nicht von ihr losgesagt oder so. Mhm. Emma ist jetzt aber komplett in die Wohnung in der Stadt gezogen und versucht ihre Gesangskarriere halt so ein bisschen voranzutreiben, hält sich aber von der Vampirszene so weit wie es geht zurück. Also sie versucht sich den Prinzen schon irgendwie warm zu halten, aber
Gerade auf die Toreador und so hat sie erstmal keinen Bock. Oh, okay. Ja, Stefan gibt an, das ist ein Maskeradebruch erster Güte, aber Mut, denn sie hat ja den Prinzen als Freund, der drückt da alle 3, 4, 5, 6, 7 Augen zu. Was die Primogenen der Stadt dazu sagen, ist eine andere Sache. Vor allen Dingen auch, wenn sich Emma aus der High Society der Toreador komplett raushält, ist es natürlich, wird das zu Unmut führen. Hast du da schon irgendwas von gespürt? Ich habe noch nichts davon mitbekommen. Also ich habe es auch nicht an die große Glocke gehängt und ich habe auch meinen Vater gebeten, es nicht an die große Glocke zu hängen. Deswegen bin ich ja auch bei ihm ausgezogen. Wir halten es geheim, wenn wir uns treffen, dann eben auch unter ja, so geheimen Umständen wie möglich. Aber mein Vater ist mir wichtig und der, ja, mit dem möchte ich in Kontakt bleiben. Hast du ihm ja wahrscheinlich auch gesagt, falls er das irgendjemanden irgendwie irgendwo weitererzählt, ist er tot. Ich habe ihn dezent darauf hingewiesen. Ich habe es nicht so krass gesagt wie du, ja. Ich hoffe, er hat das in dem Herzen bewegt. Ja. Wir werden das sehen, ob er das tut. Gut, ja. Und deine Gesangskarriere geht voran, oder du versuchst sie voranzutreiben. Das stelle ich mir auch relativ schwierig vor, sich aus der Toreador Society herauszuhalten und gleichzeitig versuchen, in der Künstlerszene der Stadt Fuß zu fassen. Wie schaffst du das denn? Also sobald ich merke, dass das irgendwie Toreador sind, werde ich jetzt nicht einen Rückzieher machen. Wenn das meine Karriere vorantreibt, habe ich mit denen zu tun. Aber ich werde jetzt nicht zu irgendwelchen privaten Events gehen. Und erst recht werde ich mich von den beiden zurückhalten, die an meiner Schaffung beteiligt waren. Mhm. Ja, also wirst du auch einen großen Bogen um den Club, um den Succubus-Club machen wahrscheinlich dann. Ja, also sagen wir es so, wenn da jetzt irgendwelche geschäftlichen Treffen sind, gehe ich hin. Mhm. Aber ich gehe da nicht hin, um Spaß zu haben oder so. Ja, okay. Und ansonsten besteht deine Karriere aus gelegentlichen Auftritten in diesen kleinen, verrauchten Bars mit Klavier und vielleicht hin und wieder ein Jazz-Bassist oder Gitarrist oder Saxophonist, der dich begleitet. Und ich arbeite eben nebenher an einem ersten Album, was ich dann an die entsprechenden Leute schicken möchte. Okay, gut. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Okay, hat Jonathan auch solche tollen Pläne wie total groß rauskommen im Gesangsgeschäft? Nahezu, also nicht ganz. Also ich habe erstmal mich breitschlagen lassen mit William ein Wrestling-Training zu machen, aber im Austausch dagegen, dass er mir hilft, meine Bibliothek nach Chicago zu bringen, weil ich muss ja meine Bücher haben, damit ich weiter meinen Studien nachgehen kann. Und ja, dann das Problem mit der ehemaligen bestehenden Familie habe ich irgendwie folgt gelöst. Ich habe einfach kurzerhand meinen Vater Jacob Bauer, der Anwalt ist, und meinen Onkel Jeremiah Bauer, der Arzt ist, gegoogelt. Oh, das ist sehr praktisch. Und wann immer irgendeine Anfrage aus der Familie kommt, sagen die, ja, der ist beschäftigt, der schreibt an einem Buch und irgendwann. Ja. Aber ich lasse es mir nicht nehmen, auf Symposien zum Thema Parapsychologie Vorträge zu halten, wenn diese abends sind, beziehungsweise ich der letzte Redner bin, der dann nachts redet. Hattest du eigentlich schon einen Doktortitel? Du hattest schon einen Doktortitel, ne? Ich war da tatsächlich Doktor der Parapsychologie an der Freiburger Universität in Deutschland. Ja, da habe ich promoviert. Die Deutschen. Ja, und dann gehst du deinen Studien weiter nach. Was sind das genau für Studien? Was möchtest du denn herausfinden jetzt so? Tatsächlich hat sich mein Betrachtungsfeld natürlich um das Wissen der Tremere ein bisschen gedreht oder erweitert. Ich habe da jetzt größere Literatur, beziehungsweise ich habe auch Bücher da aus dem Zuhause von Rookie, war das, glaube ich, oder wann, mitgenommen. Mhm. Die studiere ich noch und ja, ansonsten
natürlich so ein bisschen die Geschichte, wie können Vampire, die ja arteigen, einfach von Blut abhängig sind und ihre Kräfte intern in sich selbst generieren, das wie Magie wirken lassen, also die Taumaturgie an sich verstehen und da weiterbilden. Hattest du mal Kontakt zu anderen Tremere in Chicago? Ja. Okay. Und, da ich ein großer Fan von Diskussionen und Symposien bin, habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, da zum Debattierclub der Tremere aufzutreten, auch wenn die nicht so das sind, was ich mir darunter vorstelle. Da lagen zu viele tote Körper rum, an denen man sich nähren konnte. Es lenkte dann nicht ab, weil man aber keinen Hunger hatte, aber das hat für mich so ein bisschen dieses Ambiente von einem Debattierclub verfremdet. Mhm. Das wäre wie wenn man jetzt in in einem Vorlesungssaal entweder ein großes Buffet aufbauen würde oder halbnackte Frauen tanzen lassen würde. Sowas lenkt einfach ab. Das gehört nicht zur Wissenschaft. Da muss man Fokus haben. Ja. Ja, da hattest du ganz eindeutig hier ein paar Prioritäten gesetzt. Ja. Ja. Und nach so ein paar Malen, die du da zu Haus und Clan da hingegangen bist und man dich auch irgendwie, ja, du weißt, es gibt nicht sonderlich viele Tremere in Chicago. Du hast auch versucht, die ganze Sache ein bisschen niedrig zu halten. Die lassen dich auch rein, weil sie gehört haben, du hast einen guten Draht zum Prinzen. So, man fragt dich auch so, wie kommt das denn? Und ja, und so. Wie mitteilungsfreudig ist denn Jonathan? Gar nicht. Gar nicht, erzählst du gar nichts. Also, wir haben ihnen aus der Klemme geholfen und dafür ist er uns dankbar. Er wurde entführt, wir haben ihn gerettet. Oh, was für eine Klemme denn? Wer hat ihn denn entführt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ein Vampir, glaube ich. Ich war auf der Fahrt am Lesen, tut mir leid. Ja, an diesem einen Abend, wo du so ein bisschen ausgefragt wirst, sitzt du in so einem Diskutierkreis mit etwa ein paar älteren Tremere. Also sehen alle noch relativ jung aus, bis auf einen, der so einen weißen Rauschebart hat und so ein bisschen aussieht wie so ein Merlin. Allerdings so ein Merlin-Verschnitt, hat auch so einen großen Hut auf, so einen Spitzen. Allerdings ansonsten relativ, also keine so eine lange Robe, keine Gewandung, sondern irgendwie einen feinen roten Anzug, der aus rotem Samt gefertigt ist. Und der ist sehr interessiert daran, irgendwie immer, der fragt immer wieder nach. Die anderen versuchen irgendwie in dieses Themengebiet, hast du da, welches Themengebiet hast du angesprochen heute mal? Ja, tatsächlich Parallelen zur dem, was die Menschen als Paralypsychologie verstehen und den taumaturgischen Kräften. Und ich weiß nicht, ob ich in Büchern schon etwas über andere Magienutzer, sprich Magi oder Mummen. Nein. Okay, dann nur das. Ja, gut, dann versuchst du so den Fokus irgendwie so auf diese eine taumaturgische Formel zu lenken, diese eine blutmagische Formel, die du den ganzen Monat schon versuchst und du schaffst es irgendwie nicht, die richtig hinzukriegen und willst jetzt hier ein bisschen Hilfe bekommen, aber das Gespräch geht immer wieder zurück auf die Geschehnisse von damals und man lässt irgendwie nicht locker und wie jetzt, du hast da geschlafen, hä, wie soll das denn funktionieren und ja, gut, ich mach da einen Vorschlag. Wir beenden jetzt das Thema und dann helfen Sie mir weiter. Ist das in Ordnung? Ja, der Rauschebart guckt dich ganz intensiv an und du hast das Gefühl, der guckt irgendwie so durch dich durch. Ja. Wir können das Thema nicht einfach so auf sich beruhen lassen, Mr. Bauer. Na, wir können das klären, zu Ende diskutieren, weil dieses Themengespringe, ich bin schon, also jetzt hier deswegen und ja, da mal einen Knopf dran kriegen und so.
Was ist denn da passiert, bevor sie den Prinzen gerettet haben? Sie waren da hier bei diesem Vampirjäger oder was das war? Das war ein Mensch, ob er jetzt spezielle Vampire gejagt hat, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Oder gibt es noch andere übernatürliche, die Menschen jagen könnten? Garantiert. Es gibt mehrere Wesen, die uns nicht gut gesonnen sind. Oh, tatsächlich? Warum? Ja, deswegen organisieren wir uns ja auch in Gesellschaften, die uns schützen. Da verstehe ich nicht, warum sollte uns jemand nicht gut gesonnen sein wollen? Wir suchen doch nur noch Wissen. Ja, und Wissen halten einige Wesen für das Mächtigste, was es gibt. Und Macht ist halt etwas, was man nicht gerne teilt. Das ist richtig aus. Wissen folgt anwendbare Macht. Das ist nachvollziehbar. Ja. Und ich spüre irgendwie, das ist meine spezielle Begabung, Mr. Bauer, das müssen Sie wissen. Eine gewisse Machtstruktur innerhalb Ihres Kreislaufs, der sich langsam zu verflüchtigen beginnt, aber das müssen wir übrigens aufbehalten. Das ist viel zu interessant. Machtstruktur im Kreislauf, ich kann Ihnen nicht folgen. Ja, er macht so eine Bewegung hier so ein bisschen so mit seinen Händen und es erscheint so zwischen seinen Händen erst so eine blutige Kugel, die dann nach und nach so Gestalt annimmt, silbern wird und so einen leicht durchscheinenden Touch bekommt. Und du siehst so... ja, es vergrößert so ein bisschen die Umgebung, die halt, also guckst durch die Kugel durch, erst wird sie silbern, dann wird sie durchsichtig, dann wirkt sie wie so ein Vergrößerungsglas und saugt so ein bisschen so deinen Blick ein, allein schon durch diese, durch die Geste, was er da gemacht hat, schon ziemlich beeindruckend. Und dein Blick ist so ein bisschen gebannt, zuerst guckst du, wie gesagt, wie so durch Vergrößerungsglas irgendwie, siehst du diese Kette, die er umhat, mit dem, mit einem 12-zackigen Stern und er lässt die Kugel so ein bisschen drehen, sie dreht sich zwischen seinen Händen, während du da durchguckst und dann beginnst du so kleine so Adern zu sehen, so Tunnel und wie so Blutkörperchen, die da durchfließen. So und einige von denen sind größer als andere. Aha. Das ist Ihr Blutkreislauf, Mr. Bauer. Sehen Sie diese großen Blutkörperchen dort? Ja. Das sind nicht Ihre. Das heißt, ich habe fremdes Blut, also ist das Blut von Menschen, das ich trinke, oder wie? Nein. Wie loyal waren Sie der Pyramide, Mr. Bauer, in den letzten paar Monaten? Ich habe nie gegen Ihre Regeln verstoßen. Ist das? Glaube ich. Ja. Das sieht mir ganz nach einem Blutsband aus, was ich dort sehen kann in Ihrem Blutfluss. Ich habe ein Blutsband zur Pyramide, so wie Nein, ich das verstanden habe, mein Meister. Nein, habe ich nicht. Ja, und jetzt stehen die Leute, die im Kreis, also der Rauschebart sitzt irgendwie so auf seinem Stuhl, relativ gelassen mit dieser Kugel, die sie immer noch dreht. Und während, als er sagt, nein, haben sie nicht mehr, stehen alle auf. Alle fünf, die sonst noch in einem Kreis saßen, stehen auf. Moment, wer kann denn sowas? Das sagen Sie mir, Mr. Bauer.
Ja, wenn ich das doch wüsste, also da ich ihn ja nicht mehr habe, bin ich ja nicht mehr verpflichtet, ihm gegenüber die Wahrheit zu sagen. Nee. Ja, ich würde ich ja auch gern wissen, weil dann würde ich ja wissentlich gegen die Statuten der Pyramide verstoßen. Dann wäre ich ja wahnsinnig, wenn ich das machen würde. Ich meine, ich bin ja sozusagen Waldremer. Ich meine, besser kann es ja nicht laufen. Stell dich mal vor, ich wäre Malkavianer oder Brucher, um Gottes Willen. Schüttelt sich kurz. Bei Malkavianer oder bei Brucher? Bei beiden. Bei Wissen und dessen Mehrung ist zwar schon, also auch schon zu Lebzeiten mein Ziel. Und wo kann man das besser als beim Haus und bei Clan in der Pyramide? Sicher. Wo kann man das besser als hier? Und jetzt spürst du so zwei große Hände, die sich auf seine Schultern legen, dich so in den Stuhl drücken, weil die beiden, die neben dir gesessen haben, sind da aufgestanden, stehen jetzt so, drücken dich so nach unten jetzt. Und der dritte, der neben dem Rauschebart sitzt, steht auf und zieht einen langen Zeremoniendolch. Wir werden sicherstellen, dass Sie dieses Wissen nicht mehr missbrauchen, Mr. Bauer, und dass wir an dem Wissen, was Sie haben, teilhaben können. Wie? Er drückt so die Kugel zusammen, die faltet sich so und platzt wie so eine Seifenblase zwischen seinen Händen. Während du in deinem, irgendwie so in deinem Wohlbefinden merkst, dass irgendwas dich, also nicht nur die Hände, die dich hier unten drücken, sondern auch das, so das innerliche Befinden sich so anfühlt, als hätte dich gerade jemand irgendwie zu Boden gerissen. Du sitzt zwar noch ganz normal, aber so, es ist so eine Last, die auf dir drauf klebt jetzt, als dieses Ding zerplatzt. Ja, und der Typ kommt näher und der eine Typ, der auf der linken Seite von dir ist, die sich runterdrückt, nimmt dann deinen Arm und zieht ihn nach vorne und beginnt dir so das Hemd nach oben zu krempeln. Was genau haben Sie jetzt vor? Das kann ich Ihnen noch nicht verraten. Später vielleicht. Oh. Gut. Dann werde ich hier live bei dieser Praktik dabei sein. Ja, in der Tat. Und er zieht diesen Zeremonien durch einmal quer über deine, also einmal so von oben nach unten über deinen Unterarm. Und es quillt jede Menge Blut heraus, das aufgefangen wird in so einer Schüssel, die man da unten drunter ist, rinnt ja halt dann wieder ab. In einer Schüssel aufgefangen. Während du dann da drauf guckst und so, ich blute aus, ein bisschen Panik schon bekommst, mach mal eine Mutwurf. Ein Mut? Ah, okay, schade. Ich habe schon gehofft, Self-Control. Nee, hey, Mut. Das ist ganz gut. Ah, Schande über mein Haupt. Ganz kurz, warte Musik. Ich bin noch nicht im Discord. Lädt. Aber Schmerzen dürfte das doch jetzt eigentlich nicht, oder? Das schmerzt. Ah. Dann schneidet dir halt den Unterarm auf. Ja, ich dachte, die hätten kein Schmerzgefühl, die Vampire. Doch. Was ist denn jetzt mit Discord los? Der lädt und will nicht weiter. Ich würfel ganz schnell von Hand. Würfel so. Courage. Das sind 2. Gegen 7 oder gegen 6 oder? Ganz normal gegen die 6, wenn ich nichts sage, ja. Ja, da sind es 2 Erfolge. Gut. Ja, dann schaffst du es irgendwie. Nicht sofort irgendwie dich versuchen loszureißen oder sonst irgendwie, du erträgst es halt stillschweigend, mehr oder weniger. Ist klar, dass ich Blut verliere und dass sie mich verletzen. Das ist der Plan. Du guckst dann halt auf deinen Unterarm so ein bisschen skeptisch so, und du merkst auch, wie das Blut halt langsam weniger und weniger und weniger wird. Und während du nach links guckst, stecht dir jemand von rechts in den Hals eine Kanüle. Oh.
Okay. Und das ist der Augenblick, in dem alles schwarz wird. Ja, und ja, am nächsten Tag oder beziehungsweise in der nächsten Nacht wachst du ganz einfach wieder, hast einen dicken Verband um deinen Unterarm, warum auch immer. Du sitzt bei dir im Apartment. Ein Haufen Bücher neben dir. Und ein Pergamentpapier, was eingerollt ist und mit einem Siegel, also einem Wachssiegel irgendwie zugeklebt ist, auf dem das Pyramidenzeichen zu sehen ist. Ja, dann wie hungrig fühle ich mich denn? Einfach nur mal, um zu wissen. Gar nicht. Wie, gar nicht? Okay. Nein. Dann breche ich das Siegel und schau mal, was Haus und Clan mir schreibt. Sehr geehrter Herr Bauer, so eine schön förmliche Anrede und es scheint auch ein förmlicher Brief zu sein. Hiermit wird Ihnen ab sofort untersagt, sämtliche Forschungseinrichtungen des Clans und Hauses Tremere zu nutzen und zu besuchen. Bis auf Weiteres. Aufgrund der persönlichen Beziehungen zu der Obrigkeit der Stadt Chicago ist es uns leider nicht erlaubt gewesen, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Dennoch sollten sie die Stadtgrenzen irgendwann einmal verlassen oder irgendetwas gegen Haus und Clan vornehmen wollen, raten wir ihnen dringend davon ab, dies zu tun. Ein schönes weiteres Unleben noch, gezeichnet. Na, immerhin sind sie freundlich. Ja. Das ist jetzt unschön. Ja. Tja, das ist das, was bei dir groß passiert ist. Bei William passiert auch was ganz Besonderes in dieser Nacht, in der Jonathan gerade aufwacht. Ist William schon länger wach, weil er Hunger hat. Und die vier Pizzen, die er sich reingezogen hat, leider ihn nicht satt gemacht haben, mal wieder. Aber immerhin, die Pizza setzt nicht an. Das ist schon mal ganz gut. Alexa ist heute auch mies drauf. Hat dir schon zweimal einen Kühlschrank bestellt, obwohl du keinen haben wolltest. Und dein Promoter kommt aber ganz aufgeregt in dein Büro gerannt mit so einem Zettel. Und wedelt damit vor dieser Glasscheibe herum. Na, die Tür ist doch auf, komm doch rein. Also ehrlich. Ja, er kommt rein und stapft so von einem Fuß auf den anderen. Wir haben ein Problem, wir haben ein riesengroßes Problem. Werden wir mir den Gürtel abnehmen? Nein. Also im Prinzip schon. Also andersrum auch wieder nicht. Aber die Liga ist übernommen worden von der nächsthöheren Liga. Also der Commissioner ist nicht mehr der, von der er mal war. Weißt du, der David da? Ja. Und David ist nicht mehr. Der Neue will unbedingt, dass wir regelmäßig Dopingproben abgeben. Und wir haben die letzten Monate keine Dopingproben abgenommen. Ja, und? Ich meine, dann pinkel ich halt den Becher. Wo liegt denn das Problem? Ja, das ist sicher. Der guckt so. Ja, sicher. Wann warst du denn das letzte Mal auf dem Klo pinkeln? Und du überlegst. Vor 8 Monaten oder? Ne, nicht 8 Monaten, aber vor 3 Monaten. Vielleicht mal. Also in deinem Richtung, als du noch nicht Vampir warst. Schon ein bisschen her. Ja. Ich muss nicht mehr so oft. Das dachte ich mir. Guck, macht so große Augen. Ja. Und jetzt? Lass dir was einfallen. Ich habe eine Idee. Wir lassen einfach Simon pinkeln. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Ich packe so einen Aktenkoffer auf den Tisch, klappt den so auf und da sind so ganz viele Döschen mit gelber Flüssigkeit drin. Ah,
Aber das Problem ist, das reicht denen nicht. Wie? Der ganze Koffer reicht denen nicht? Nein. Ich hab's ja versucht, weißt du? Aber die wollen auch für den Anfang alle von allen Wrestlern in diesem Chicago diese Blutproben haben. Und der weicht so zurück, als würde er gleich erwarten, dass du ihm eine runterhaust. Die wollen Blut. Ja. Von mir. Ja. Warum? Na, wegen dem Dopingzeug. Dafür haben sie doch schon meine Pisse. Ja, aber das reicht denen nicht. Die wollen beides. Du weißt ja was? Ich glaube, ich spreche selber mit denen. Ja, der ist so total erleichtert. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, die wissen nämlich nicht, wer ich bin. Ja, du bist ja der Champion. Eben drum. Ja? Ja. Und in meinem Vertrag. Ja. Da steht ausdrücklich drin, dass ich kein Blut abgeben muss. Ja, ja. Der Vertrag gilt mit der alten Liga, die neue. Nee, Moment. Ich kann doch auch nichts dafür. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Ja, ich hab's da versucht, weißt du, aber die sind ziemlich stur. Entweder das Blut oder du gehst nicht mehr. Die Titel weg, Mann. Ich versuch gleich auch was. Ja. Weißt du, was ich gleich versuche? Was denn? Mir dieses Stück Pizza ganz in den Mund zu schieben. Irgendwie macht Pizza so nicht total satt. Erstaunt, so. Ich glaube, ich muss Toni mal einen Besuch abstatten. Ja. Wer ist Toni? Na, der Pizzeria-Besitzer. Ach so. Toni. Mhm. Ja, mach das. Ich war so frei und hab dir einen Termin gemacht bei der Liga. Ja, ist gut. Mach dir keine Sorgen. Ich stehe auf, Tätschlin, so auf dem Kopf. Morgen Abend, 10 Uhr. Wann? 10. Abend? Ja. Morgen? Ja. Oder wolltest du einen morgens? Nein. Dachte ich mir. Da schlafe ich doch noch. Ja, dachte ich mir. Wie gesagt, kenn dich doch. Naja, so ein Wrestling-Leben ist anstrengend. Das kennst du nicht. Guck dich an. Guck dich an. Ja? Du bist. Guckt an sich runter. Du solltest mal ein bisschen trainieren. Ja, das sagt meine Frau auch. Da hat deine Frau recht. Und ich gebe dir den guten Rat, trainier lieber, weil sonst hat sie bald einen richtigen Mann. Okay. Ich gehe mal dann gucken, ob das so ist. Wo muss ich denn morgen hin? Ich meine, mach mir einen Termin. Wo denn? Na, in die Arena, da wo die Liga halt beheimatet ist. Er kommt uns besuchen. Also er ist schon hier, heute auch schon, aber morgen ist erst der Termin. Dann können wir doch eigentlich heute Abend da vorbeifahren. Warum bis morgen warten? Weiß nicht. Weißt du was? Hol schon mal das Auto. Muss ich mit? Natürlich, du bist mein Manager. Aber meine Frau! Mach dir keine Sorgen. Deine Frau macht schon nichts. Gut, das ist. Und wenn? Ich hol den Wagen. Dann merkst du es eh nicht. Weil du bist ja nicht zu Hause. Ja. Ja, er geht rückwärts aus dem Raum und verschwindet hinter der nächsten Ecke Richtung Ausgang. Ach so. Und mach einen Termin bei Toni. Ja, keine Ahnung, ob er das gehört hat. Ja. Mann. Alexa, warum bestellst du eigentlich ständig Kühlschränke?
Ja, ich meine, ich brauche keinen Kühlschrank. Verstehst du das? Ich brauche keinen Kühlschrank. Ja. Haben wir zwei Kühlschränke gekauft. Was verstehst du? Alexa? Spiele Pretty Woman. Ja, es ertönt nach einem kurzer Zeit das Lied Pretty Woman. Hallo Alexa, ich bin wirklich begeistert von dir. Du bist 1A, Alexa. 1A. Wirklich. Ja, die gute Alexa. Simon! Klar, keine Reaktion. Ah, was ist denn das hier heute? Na gut, dann muss ich mich wohl selber nach unten begeben. Ja. Gehst nach unten und siehst unten deinem Hauptübungsraum, wo auch der große Ring aufgebaut ist, siehst du auch Simon und Garfunkel, wie sie an so einem Sandsack sind. Der eine hält den Sack fest und der andere boxt das so die ganze Zeit gegen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also, ja, die machen sich langsam, die beiden. Haben auch beide ordentlich Muckis zugelegt in den letzten Monaten. Und die Tür ist offen zum nach draußen. Es kommt so ein leichter, kalter Zug rein. Scheint aber irgendwie keinen zu interessieren. Ansonsten sind noch zwei Frauen da, die irgendwie an so einer Hantelbank gerade ein paar Übungen machen. Und im Ring sind gerade zwei Teenager, die mehr schlecht als recht sich an Wrestling versuchen. Ja, eher so, yeah, ich bin im Wrestling-Ring und mache jetzt hier voll die Übungen. Und als sie dich aber reinkommen sehen, starrt der eine so und guckt zu dir rüber. So ein bisschen ehrerbietig, während der andere das noch gar nicht mitbekommen hat und den gerade oben vom Seil herunterspringt und den anderen voll umrempelt und es einmal laut Knack macht und der andere liegen bleibt und ja. Ja, dann gehe ich in den Ring. Mhm. Dann liegt Hör auf zu jammern, wächst wieder zusammen. Schnappe mir den, der das gerade gemacht hat, nehme ihn und mache einen German Suplex. Ja, beschreib mal für die Leute, die sich nicht so gut auskennen mit Wrestling, was ein German Suplex ist. Naja, ich stelle mich quasi mein Oberkörper zu seinem Rücken und ziehe ihn über meinen Kopf nach hinten weg und lasse mich dabei auch nach hinten fallen. Und lasse ihn aber dabei nicht los, sondern halte ihn dabei fest. Und das Ganze mache ich jetzt 5-6 Mal. Pock, 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 pock. Ja. Der eine brüllt, weil er ein gebrochenes Bein hat. Der andere brüllt, weil er tierische Schmerzen von deinem Jump Suplex hat. So. Zwei wimmernde Teenager in deinem Ring. Simon? Ja, Chef! Bring den Müll raus. Und ich deute auf die beiden Jugendlichen. Oh, alles klar, Chef. Läuft in den Ring. Chef, der eine hat einen offenen Bruch. Ja, dann... Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nein. Bist du irre? Dann überprüfen sie ja alles und drehen hier jeden Stein um und nein! Soll ich ihn verschwinden lassen? Nein, ja, also ja, na, also verstehe ich. Chef, mach das schon. Zieht die beiden so. Genau. Zieht die so am Schlawittchen nach draußen. Durch die Hintertür. Ja. Und der eine hinterlässt ob des offenen Bruches eine blutige Spur hinter sich. Hier muss mal wieder gewischt werden. Ja, es riecht auch ziemlich lecker. Die haben bestimmt Pizza gegessen vorher. Simon? Ja, Chef! Kommst du von draußen? Warte mal mit dem einen. Den anderen bring um die Ecke. Alles klar, Chef. Also, nur um die Ecke bringen. Also,
Ach, egal. Zu spät, Chef! Schade. Naja, dann lass er aber bitte ganz verschwinden. Klar, Chef! Warte mal. Sag mal, ist ja schon tot, ne? Der eine schon, der andere noch nicht. Was hattest du heute zum Mittag? Pizza! Lecker. Ja, und dann weiß ich zu. Ja, okay. Ja. Kannst du dir, wie möchtest du ihn austrinken, dann kannst du dir 3 Blutpunkte noch aufschreiben. Ja. Ja, gut. Lecker Pizza. Ja, das passiert im, während die beiden Damen das auch nicht groß zu interessieren scheint. Ja, Simon Garfunkel eh nicht. Naja, gut. Was passiert denn im Chicago Downtown in diesem kleinen verrauchten Café, wo Emma gerade singt? Was da passiert, ist doch klar. Alle sind fasziniert von mir und meiner Stimme. Völlig natürlich oder hilfst du nach? Völlig natürlich, natürlich. Völlig natürlich, natürlich, ja. Ja, du singst völlig natürlich, natürlich. Und alle sind begeistert und du kriegst viel Applaus. Und wie immer kriegst du massig Einladungen auch nach dem Konzert noch auf einen Wodka-Martini oder sonst irgendwie noch an der Bar irgendwie zu einem Schwätzchen vorbeizukommen. Ich weiß ja nicht, wie viel du dir daraus machst aus den Avancen verschiedener Herren im Saal und manchmal auch Damen. Ja, ab und an nehme ich sowas schon mal an, aber heute Nacht habe ich da irgendwie keine Laune drauf. Okay. Dann sitzt du so backstage da rum und liest noch so ein paar von den Zetteln, die dir zugesteckt oder zugeworfen oder für dich hinterlegt wurden, durch. Ist ja auch was Gutes fürs Ego. Definitiv. Ja. Als wie es an der Tür klopft. Herein. Die Tür geht so ein Spalt weit auf. Und es erscheint so ein Gesicht mit zurückgegelten Haaren. Ziemlich bleich, sieht so, als ob sich jemand komplett weiß geschminkt hätte. Und zieht so in einer kantigen Bewegung den Kopf so um den Türrahmen herum und guckt dich an. Kenn ich den? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob du den kennst. Ich glaube nicht. Aber ich kann den nochmal eben für die Leute einblenden. Warte mal. Wo ist er denn? Da. Moment, kommt gleich für die Zuschauer. Ich glaube, du kennst ihn nicht. Sie wünschen? Moment, ich bin etwas super vorbereitet heute. Wo ist er denn? Der Kerl, da. Immer die imaginäre Bälle raus. Da ist er. Wenn du gucken willst, wie er aussieht, kannst du ja in den Stream kurz rüber gucken oder so. Guten Abend, Miss Williams. Hatten wir schon das Vergnügen? Also er kommt nicht rein, er guckt halt immer noch so hinter zwischen der Tür, also hat nur seinen Kopf da reingesteckt. Verzeihung, nein. Mein Name ist Kaiser. Und ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Ihnen. Das ist verständlich, erklärt aber nicht, was Sie hier tun. Nun, ich da bin der bescheidene Besitzer dieses Etablissements. Seit 2 Minuten. Nun, das zeichnet sich zumindest in Hinsicht auf Ihr Bankkonto schon mal aus. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich wollte Ihnen meine große Hochachtung ausrichten und
Sie fragen, ob Sie nicht regelmäßig hier singen wollen. Ich bin außerdem ein begnadeter Pianist. Und es kommt jetzt so eine Hand auch über dem Kopf um die Türrahmen herum und der hat unglaublich lange Fingernägel. Ich würde mich mal erheben und ihn genauer mustern. Aber so treten Sie doch erstmal ein, Herr Kaiser. Oh, nein, das ist. Ich kann doch nicht die Garderobe einer solchen Schönheit betreten. Nun halb sind Sie ja schon drin. Nein, die andere Hälfte. Ich stehe noch draußen. Ich gehe auf ihn zu und öffne mal die Tür ein bisschen. Er hält sie so fest. Von draußen halt. Entschuldigung. Ich warte lieber, bis Sie fertig sind. Dann unterhalten wir uns vielleicht an der Bar. Nun. Der Kopf verschwindet so. In so einem Ruck, als ob ihn irgendjemand nach hinten weggezogen hätte. Und die Tür geht auch wieder zu, oder? Ja, zieht sie hinter sich zu. Es sei denn, du möchtest das irgendwie verhindern. Nee, also ich wäre erstmal so wach, dass die Tür wahrscheinlich zugeht, aber ich würde sie dann sofort öffnen. Ja, dann steht er da hinten, in gebückter Haltung, so auf Schlüssellochhöhe, und weicht dann sofort zurück. Er ist in so einem feinen Anzug gekleidet, mit einer Fliege um den Hals. Wie gesagt, die zurückgegelten Haare. Weiße, sehr blasse, weiße Gesichtsausdruck. Und seine Bewegungen wirken alle so ein bisschen stark sich. Kennen Sie zufällig jemanden namens William Andrews, Herr Kaiser? Ist das nicht dieser bekannte Prolet aus dem Fernsehen? Sicher. Dieser Catcher, nicht wahr? Aha. Furchtbar. Heutzutage sind die Menschen nur darauf bedacht, Menschen zuzusehen, wie sie sich noch nicht einmal in Wirklichkeit die Fresse polieren. Und er zieht sich so sein Anzug zurecht und richtet sich dann auch auf. Das andere hat er immer noch so auf Schlüssellochhöhe zu dir gesagt, womit er ja die ganze Zeit ja quasi so auf Bauchnabelhöhe die ganze Zeit auf den Bauch geguckt hat. Jetzt richtet er sich aber auf, ist ein bisschen kleiner als du. Guck dich halt irgendwie an. Und hat so ein sehr merkwürdig funkelnde Augen, würdest du sagen. Alles ein bisschen, strange. Der ist mir aus dem Fernsehen bekannt, dieser Herr Andrews. Ich dachte, Sie würden ihn vielleicht persönlich kennen. Ja, das würden viele gern. Ich nicht. Kennen Sie den Herrn Andrews denn persönlich? Ich hoffe nicht. So einem Subjekt kann man sich ja nicht abgeben. Ich habe ihn tatsächlich einmal kennengelernt. Es war bestimmt der schlimmste Tag in Ihrem Leben. Nein, es gab tatsächlich schlimmere. Noch schlimmere Tage als Herrn Andrews kennenzulernen. Er schüttelt sich so. Ja, ich habe viel erlebt in meinem kurzen Leben. Ja, mein Angebot steht übrigens noch. Und während er so spricht, bewegt er so seinen Arm so ein bisschen stark sich und man sieht diese überlangen Fingernägel halt. Er wedelt, während er redet, so ein bisschen wie so mit so einem Exerzierstab immer hin. Gewiss, ich ziehe mich noch um und dann sehen wir uns an der Bar.
Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Untertänigst, ihr Kaiser. Starksend tritt er, setzt er zuerst einen Fuß nach hinten, zieht dann den zweiten hinterher und geht in dieser Art und Weise zurück. Bis ja, er dann an der Mauer hinter ihm angekommen ist, dagegen prallt, kurz umguckt, die Mauer böse anglutzt, sich dann ruckartig in die eine Richtung bewegt und starkstens wieder vorwärts in die nächste Ecke biegt. Ich ziehe mich in die Garderobe zurück und mache mich halt fertig, ziehe mich um und so und gehe dann Richtung der Bar. Ja. Das Etablissement hat sich inzwischen etwas geleert und sind nur noch wenige Leute da. Am Klavier sitzt auch keiner mehr. Es wird halt seichte Musik irgendwie über eine Anlage eingespielt. Die Kneipe ist verraucht. Das ist tatsächlich eine Raucherkneipe, der es auch erlaubt ist zu rauchen. Zumindest behauptet das der Eigentümer oder der ehemalige Eigentümer hat es behauptet, wer weiß. Hinter der Bar ist noch die Bedienung. Du auch kennst, warst schon ein paar Mal hier. Ansonsten sind nur noch so zwei, drei andere hier. Und halt dieser besagte Herr Kaiser, der an der Bar auf einem Hocker lehnt und so ein bisschen mit dem Hocker hin und her kippelt. Ja, ich setze mich geschmeidig auf einen Hocker in seiner Nähe und lächle ihn erwartungsvoll an. Oh. Er legt sich so die Hand auf sein Gesicht und fährt sich so mit seinen Fingernägeln so an der Wange entlang, während er dich dann in dieser Pose irgendwie anhimmelnd anschaut. Was zu trinken? Sie denn, Frau Williams? Danke, ich habe keinen Durst. Ich hatte eher gedacht, und ich nicke Richtung Bühne, wo ein Klavier steht, Sie würden mir Ihre Fähigkeiten beweisen. Ruckartig setzt er sich gerade hin auf den Hocker, fällt dann aber durch diesen Ruck fast hinten über, hält sich aber dann gerade noch so an der Theke fest, zieht sich wieder gerade. Hervorragende Gelegenheit, Ihnen die Künste des großen Kaisers vorzuführen. Hinfort, minderes Volk! Er blickt so Richtung diesem einen Tisch, wo noch diese drei letzten Gäste noch waren, die dann irgendwie schnell, auf warum auch immer, ohne Murren den Raum verlassen. Und er starkst wieder mit diesem merkwürdigen Puppenschritt, also erst einen Fuß gerade nach vorne setzend, dann nach vorne überkippend, den anderen hinterherziehend, wie sich wieder aufrichtend, ne, wie so ein Storch Richtung Bühne, springt aus dem Stand hoch auf die Bühne, ist jetzt nicht so schlimm, aber ist halt merkwürdig, hätte auch die Treppe hochgehen können, setzt sich ans Klavier und fängt an, wild auf das Klavier einzuprügeln, also auf die Tasten. Das ist keine Melodie, kein sonst was, der prügelt einfach nur irgendwie wild darauf herum und wiegt sich so hin und her dabei und währenddessen würde ich mich mal der Bedienung zuwenden und würde sagen, kennst du diesen Vogel? Das ist der neue Chef. Wie kam es denn dazu? Der hat den Club gekauft vor ein paar Minuten, kam hier mit einem riesen Koffer an und da waren lauter Geldscheine drin und der jetzige Chef hat das Ding genommen, hat gesagt, alles klar, viel Spaß damit und ist gegangen. Und hat dann mir gesagt, das ist jetzt der neue Chef und hat sich verpisst. Muss ja viel Kohle haben, der Kerl. Der hat echt Knete, also der hat mir eben auch ein paar Hunderter zugesteckt. Ich nehm's. Man beschwert sich nicht, ne? Nee. Kann's gut gebrauchen, ist bald hat mein Sohn Geburtstag. Ja, ich wollte ihm das Fahrrad kaufen.
aber ja. Na dann, und ich ziehe mal selber ein paar Scheine raus und steck sie ihr rüber. Firma dankt. Happy Birthday. Und als er gerade wieder einen besonders schiefen Ton spielt, zieht sie sich so ein bisschen innerlich zusammen. Während du ihr das Geld schenkst. Nicht nur sie. Ja, und das nächste, was der Kaiser da am Klavier macht, der klappt jetzt den Flügel auf und klappt den Flügel immer wieder drauf und wie so eine Trommel. Diesen Flügelklappe immer auf und zu, auf und zu, auf und zu. Während er dann mit dem linken Fuß langsam beginnt, auch noch auf den Tasten da rumzuhämmern. Lange hält das Klavier nicht mehr aus. Ich gehe auch auf die Bühne, also definitiv. Flügel. Und leg mal so eine Hand über den Flügel, sodass er aufhören muss, es sei denn, er will mich schlagen. Nee, also er hört dann irgendwie relativ, also zuerst bemerkt er das gar nicht, und dann, als er das bemerkte, und einen tiefen Atemzug, setzt sich auf diesem Hocker gerade hin, legt die Hände so auf die Knie und meint so: War das nicht ein Meisterwerk? Ich suche händeringend nach Worten, um zu beschreiben, was diese Erfahrung für mich war. Es ist nicht in Worte zu fassen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es fehlt irgendwas. Es fehlt der Gesang. Der Gesang fehlt. Ich kann nicht singen. Ich bezweifle, dass ich mit meiner Stimme rüberbringen kann, was Sie gerade vermittelt haben. Dazu bin ich leider nicht in der Lage. Er ruckt wieder zu dir hin. Ruckt dann mit Samthocker so zweimal zur Seite, sodass er noch näher an dir dran ist. Schiebt dann sein Gesicht so ein bisschen so Richtung deins. Bitte! Bitte, 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 bitte! Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Ich melde mich bei Ihnen und ich gehe Richtung Ausgang. Sehr gut. Und er fängt wieder an. Diesmal ganz normal zu spielen. Gut? Ja, also, er kann Klavier spielen anscheinend. Er macht so eine traurige Melodie. Kennst du die Titelmelodie vom Incredible Hulk? Von dieser 80er-Jahre-Serie? Die immer am Ende lief, wo der David Banner dann immer auf der Straße lang so ganz traurige Melodie sowas spielte. Ja, ich guck zwar nochmal so irritiert zurück und schaue ihn so skeptisch an, aber gehe dann trotzdem aus dem Lokal. Ja. Gut. Sehr eigenartige Erfahrung. Ja. Wenn ich draußen bin, würde mir gerade etwas einfallen und ich zücke mein Handy und guck mal, ob ich noch die Nummer eingespeichert habe von William Andrews. Sag du mir, ob du ihn noch eingespeichert hast. Also ich habe sie nicht gelöscht. Dann wirst du sie noch haben. Wahrscheinlich steht da Siri und wahrscheinlich. ich wähle die mal. Während das Telefon gleich bei William klingelt, springen wir aber noch mal kurz zu Melina rüber. Übrigens, falls ihr jetzt irgendwie austreten müsst oder sowas, könnt ihr das ja machen, während ich mit Melina spiele. Ne? Dann müssen wir keine große Pause machen sonst. Melina möchte sich ja hier auch fit halten und ist in diesem Fitnessstudio unterwegs. Und wollte sich ja auch mit der Historie des von der griechischen Mythologie nochmal befassen. Und wie kommst du denn da an Informationen ran? Was nutzt denn du da so an? Eine Bibliothek. Die Uni-Bibliothek. Ja. Genau, ich gehe in die historischen
Bereiche rein. Und auch in die Philologie so ein bisschen, einfach um zu gucken, auch gute Übersetzungen zu kriegen von den griechischen Legenden, aber durchaus auch noch mal in die Originaltexte reinzugucken. Weil ich meine, Griechisch kann ich, zwar modernes Griechisch, allerdings ist dann der Sprung zum Altgriechischen mit dem Wörterbuch daneben durchaus machbar. Und da würde ich mich dann noch mal ein bisschen reinfuchsen und tatsächlich einfach auch mal gucken, ob da vielleicht irgendwie noch Sachen drin sind, die in der Übersetzung irgendwie verloren gehen. Das ist ja bei anderen Dingen auch so, dass wenn man es übersetzt, man das nicht so hundertprozentig übertragen kann. Ja. Nach was für Informationen suchst du denn genau? Naja, ich interessiere mich halt dafür, nochmal diese Geschichte überhaupt nachzulesen. Da war ja Menele, hat ja uns gesagt, er heißt Menele. Da musste ich sofort an Menelaos denken, den König. Und weil er nun sagte, Helena, das wäre irgendwie verfeindet gewesen. Der ganze Trojanische Krieg hat damit angefangen, dass Helena mit Paris durchgebrannt ist. Also ich meine, da kann ja durchaus, wenn wir nun ja geahnt oder wissen, dass die sehr alt sind, wer weiß, ob sich da so eine Feindschaft über die Jahrhunderte irgendwie weiterführt und diese mystischen Figuren vielleicht doch gar nicht alle nur aus Erzählungen kommen, sondern wer weiß, vielleicht doch irgendwie da sind. Ja. Dann sitzt du dann in abendlicher Stunde mal wieder in der Bibliothek und die dicke Bibliothekarin, die dich inzwischen schon kennt, tippt schon das vierte Mal jetzt auf ihre Uhr. Sie schließen gleich. Sie müssen ja auch immer kurz vor Schluss erst hier hinkommen, nicht wahr, Frau Varinadis? Ja. Wann ist nochmal? Das Buch wieder mitnehmen? Darf ich? Sie hatten doch hier irgendwie den Aushang. Hier war doch demnächst auch nochmal die lange Nacht der unfertigen Hausarbeiten oder irgendwie so. Ne? Wann war das nochmal? Zu Semesterschluss, ja. Warum ist das nur einmal? Man hat doch mehr Arbeiten zu schreiben. So eine Nacht in der Bibliothek, da arbeite ich einfach am besten. Aber wenn ich das Buch mitnehmen darf, das ist natürlich auch gut. Sicher, den Leihschein müssen Sie natürlich immer noch ausfüllen. Ja, klar. Ja. Während du den Leihschein ausfüllst, zieht sie sich so ein bisschen zurück und tippt noch irgendwas in ihren Computer. Gibst den Leihschein ab, darfst dann das Buch mitnehmen nach Hause und verlässt durch den Vordereingang die Universitätsbibliothek und siehst auf dem Platz vor der Uni dir eine bekannte Person auf einer Bank sitzen. Das muss ich jetzt auch wieder neu machen hier. Na, wo ist sie da? Zack, da sitzt sie. Oh, jetzt die Charlotte, die du kennst, die Charlotte. Ach, die Charlotte, jawohl. Auf einer Bank zusammen mit einem jungen Mann, den du, glaube ich, noch... Ich weiß gar nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Ich glaube schon, dass du ihn mal flüchtig gesehen hast. Warte mal. Muss ich die erst wieder wegmachen? So. Und ja. Sie turtelt ihn ein bisschen an, aber er scheint relativ unwillig zu sein, darauf einzugehen. Aber das bedeutet ja, dass sie abgelenkt ist und nicht guckt, wer aus der Bib rauskommt. Ist das so richtig? Genau. Der Typ hingegen guckt sehr interessiert Richtung Eingang der Bibliothek und schaut dich auch sehr intensiv an, als du da rausläufst.
Ja, ich würde mal meine Kapuze so hoch machen. Und möglichst schnell irgendwo hin, wo man nicht mehr so gut einsehbar ist. Um die Ecke. Oh. Verschwindest hinter die nächste Ecke. Und hörst dann so von hinter dir, von dem Vorhof der Bibliothek, hörst du noch so: Hey, bleib doch stehen, wo gehst denn du jetzt hin? Ich versteck mich. Ich lauf weg. Also ich renne jetzt nicht, aber ich lauf zügig und irgendwie mit der und tu so, als würde ich nichts hören und so schnell wie es irgendwie. Ich mach meine Probe auf Stealth und Dexterity. Oder nee, besser wirf Wits und Stealth, weil gerade so schnell eben noch irgendwie ein Versteck finden und dann sich. Wits und Stealth. War das auf die 6 oder auf die 7? Wenn ich nichts sage, ist es auf die 6. Ja, gut. Ja, hey, guck dir das mal an. Ja, siehst du das? Gerade eben einblenden. Würfelbot. Siehst du das? Nein, ich sehe gerade nichts. Tja. Da sehe ich was. Ja, 4 Successes. Das, bei 4 Würfeln, das ist mal anständig. Also ja. Wenn ich nicht ganz swift da. Das ist ordentlich, ja. Genau, also schaffst du es auch ohne Probleme irgendwie die nächsten paar Büsche oder die nächsten Häusereingänge noch mitzunehmen und dich dann von Hauseingang zu Hauseingang schnelligartig, auch wie du es früher bei der Armee gelernt hast, zu verstecken. Und siehst du das beim nochmal um die letzte Häuserecke nochmal prüfend hinter dich zurück und siehst dann, wie der Typ halt prüfend so in der Gegend herumguckt. Und hinter ihm irgendwann auch Charlotte wieder auftauchen. Hey, was ist denn los? Sie hat so eine Sektflasche in der Hand und. Ihr trinkt doch noch was. Der irgendwie guckt nochmal prüfend, nimmt sie dann so in den Arm und zieht sie so irgendwie wieder vor das Gebäude aus deinem Sichtfeld raus. Und geht dann mit ihr weg. Ja, ich weiß aber nicht so richtig irgendwie, das ist mir auch nicht so recht. Ich mag ja die Charlotte und die soll nicht immer mit so Idioten mitgehen. Aber da kann ich, glaube ich, jetzt auch einfach gerade nichts machen, weil ich muss ja. Wer weiß, ob das ein Idiot ist. Ein Typ, der anderen Frauen nachläuft, ja, das ist ein Idiot. Ja. Also wenn er mit ihr gerade ein Date hat und danach, ja. Wer weiß, vielleicht hat er das vielleicht nicht. Das definiere ich jetzt einfach mal so. Den ersten Eindruck hat er auf jeden Fall verkackt. So. Ja, dann. Ja, wenn das so ärgert mich das ein bisschen, aber ich traue mich jetzt auch nicht, da irgendwie nochmal wieder hinterher zu gehen. Voll. Ah, ich bin gerade so gut im Stealthen. Ich gehe da doch hinterher. Ist doch mal gucken. Ja, ich will nur hier. Ja, ich würde dann nicht wieder und irgendwie gucken, wo die hingehen. Aber mit viel Abstand. Also. Gut, dann. Die sitzen zunächst noch weiter auf der Bank vor der Bibliothek. Scheinen sich zu unterhalten. Er ist relativ desinteressiert immer noch. Schaut wieder Richtung Bibliothek mehr und nickt dann halt so und verdreht die Augen und animiert anscheinend Charlotte mehr zu trinken. Ja. Die über die Zeit halt auch irgendwann die Sekt. Also du hast nicht einmal gesehen, dass er was getrunken hat. Aber sie pichelt da langsam jetzt die ganze Sektflasche hin. Überdenk nochmal kurz deine Nachfrage, ob dieser Typ jetzt ein Idiot ist oder nicht. Überdenk das wirklich nochmal kurz. Ja. Ja, danke. Dann werde ich da jetzt so lange bleiben, bis ich sehe, dass Charlotte sicher nach Hause kommt.
Und die ist dann irgendwann richtig, nicht ganz hinüber, aber schon sehr angetrunken. Und irgendwann steht der Typ dann halt auf, zieht sie so nach oben, deutet dann irgendwie auf den Taxistand und sie ist dann irgendwie total, also du hörst es nicht, weil das ist halt, du bist halt ein bisschen weiter weg, aber sie ist halt irgendwie total angepisst, trommelt ihm irgendwie so ein bisschen auf der Brust rum. Und dann schiebt er sie aber so vor sich her zur Richtung Taxistand, sagt dem Taxifahrer irgendwas und deutet sie so in das Taxi rein, macht die Tür zu und winkt dann noch so hinterher, während der Taxifahrer losfährt. Okay. Naja, gut. Damit dürfte sie ja dann irgendwie zu Hause ankommen. Wo auch immer er das Taxi hingeschickt hat, ja. Ja, jetzt gebe ihm ein bisschen Credit, dass er bett hat. Okay. Ja. Ja. Der Typ interessiert mich. Was ist das für einer? Also jetzt das Bild hast du mir gezeigt. Ich habe da, kann er jetzt nicht. Geht der jetzt irgendwo hin? Ja, der setzt sich jetzt wieder auf die Bank vor die Bibliothek und starrt auf den Eingang. Und ansonsten, ja, der ist halt ja, relativ modern angezogen. Auch relativ, ja, was nicht wirklich elegant. Also, es ist so typische amerikanische Großstadtkleidung. Er ist schon ein bisschen fancier angezogen, aber jetzt nichts irgendwie mit Anzug und Krawatte oder sonst irgendwas. Aber so eine schöne Freizeit, teure Freizeitkleidung, könnte man sagen. Okay. Und sitzt dann da. Hat auch so einen Rucksack neben sich, wo er dann irgendwann ein kleines Buch rauszieht und anfängt und in der im Licht der Laterne, die neben der Bank steht, zu lesen. Okay. Ich bleib da noch ein bisschen stehen und beobachte den. Ich würde dem gerne folgen, wenn er nach Hause geht. Mhm. Das müssen wir jetzt eben ein bisschen aussitzen. Ja, der bleibt dann noch eine ganze Ecke sitzen und Stakeout, ja, aber die bippert doch jetzt lange zu, oder nicht? Bitte? Also wenn die mich jetzt gerade. Die bippert doch dann jetzt lange zu, wenn die mich da gerade rausgeworfen haben, oder nicht? Die hat zu. Ja. Hat jetzt auch mal länger zu. Und er packt dann irgendwann das Buch wieder ein und geht zu Fuß halt Richtung Innenstadt weg. Kannst du ihn verfolgen? Machst du nochmal einen Stealth- und Dexterity-Wurf diesmal? Dass es diesmal mit Dexterity ein bisschen interessanter ist, ihm da auf dem Fersen zu bleiben, weil er schon relativ schnell geht. Okay. Das sind dann, warte, da müssen wir mal kurz hier würfeln. Gucken. Aha. Okay, kein Erfolg diesmal. Das war die Rache. Ja, dann hast du, konnte ja nicht dauerhaft so gut laufen. Ja, du verfolgst ihn und er biegt irgendwann so um eine Ecke und du erkennst die Straße, in die er einbiegt. Das ist die Straße vor dem Succubus-Club. Okay. Geht er da rein? Geht dann, wenn kannst du ihn beobachten, wie er den Club betritt, an der Schlange vorbeigeht. Die Schlange ist ja immer da, weil es ja der angesagteste Club von Chicago. An der Schlange vorbeigeht, kein Wort mit dem Türsteher oder so wechselt, sondern einfach nur an dem Türsteher auch vorbeigeht, reingeht und die Tür hinter sich schließt. Okay, also das bedeutet ja zumindest, also das schließe ich zumindest daraus, dass der irgendwie zum Inner Circle des Club gehört und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder selbst ein Vampir ist oder irgendwie als Ghoul den Vampiren sehr verbunden. Mhm. Das heißt wahrscheinlich jemand, der irgendwie in das Geheimnis eingeweiht ist. Aber sollte der denn ernsthaft auf mich gewartet haben da? Wer weiß. Ja, wer weiß. Dass der
Club war auch ein Sanktuarium, ne? Ja. Ja, dann gehe ich da mal rein. Ist ja, die Nacht ist ja neu jung. Ja, gut, dann siehst du den Succubus Club, wie du ihn noch. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Bild ist. First Floor. Abbrechen. Sollte nicht die Speicherplätze auf seinem PC ändern. So, erste Level des Succubus Club. Und ja, kommst durch die Tür rein und hast dann den Security-Raum rechts und ja, gehst dann halt irgendwie wahrscheinlich Richtung Dancefloor, wo die Leute sich herzlich amüsieren. Und du kannst aber in dem ganzen Gewimmel hier jetzt den jungen Mann gar nicht mehr erkennen. Also du siehst ihn jetzt nirgendwo gerade. Nee, damit hatte ich gerechnet, dass ich den da jetzt nicht finden würde. Im Succubus Club war es ja schon. Ja, da waren wir schon. Ja. Weißt du ja oben, dass es oben diese Büros gibt. Ja, und während du da so dich umsiehst, wird dein Blick gefangen von einer jungen Frau, die auf der Tanzfläche ist und anscheinend auch sich wirklich richtig gut im Rhythmus der Musik bewegt. Und wenn ich schon mal dabei bin, mache ich jetzt hier alles. Zack. Und die junge Frau tanzt in der Mitte des Dancefloors und hat so eine richtige Fläche um sich herum frei und tanzt wie eigentlich richtig schön, gar nicht richtig zur Musik passend, aber sehr leichtfüßig. Immer im Kreis. Und es wirkt irgendwie so ein bisschen, als ob die anderen, die um sie rum sind, ihr absichtlich Platz lassen. Obwohl sie es nicht müssten. Und die Frau, das Mädchen hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. Die haben wir schon mal gesehen. Die war auf der Party, ne? Genau. Bevor du zum Vampir geworden bist, war die auf der Party. Genau, und ihr Tanzstil wirkt auf dich so leicht hypnotisch, also es fällt dir schwer, irgendwie den Blick von ihr wieder abzuwenden, wenn du sie einmal fixiert hast. Kannst du es zwar machen, also es ist auch nicht wirklich ein Problem, also es ist schon ein bisschen ein Problem, aber nicht so, dass du jetzt irgendwie dafür würfeln müsstest oder so. Aber es fällt dir halt sichtbar schwer, irgendwie den Blick abzuwenden, wenn du sie einmal genau angesehen hast. Die anderen um sie herum scheinen sie, wie gesagt, relativ, also eigentlich gar nicht richtig zu bemerken. Also entweder das oder sie lassen ihren Freiraum. Ja. Es läuft wie immer hier so ein leichter Industrial-Techno-Zeug hier. Und die wummernden Bässe passen gar nicht richtig zu ihren Freimütigen, die trägt so ein luftiges Blümchenkleid auch und es passt alles so, die passt hier nicht so richtig hin. Ist so ein bisschen wie damals der Felix im Gothic Club mit seinem weißen T-Shirt. Ja. Mit Macarena auf der Tanzfläche. Das ist genauso ähnlich kann man sich das vorstellen. Ja. Der einzige im ganzen Club, der ein weißes T-Shirt trägt und dann auch noch Macarena tanzt. Ja. Nein, das macht jetzt irgendwie nicht so richtig Sinn.
da zu versuchen, den Typen zu finden, zumal ich davon fast ausgehe, dass der, wenn der da zu dem Club gehört, dass der da jetzt gar nicht hier irgendwo zwischen dem Volk rumtingelt, sondern dass er vielleicht eher irgendwie oben in der anderen Ebene oder so vielleicht ist. Mhm. Aber was ich auch glaube, ist, dass so ein Club eine gute Überwachung hat. Und wenn die mich suchen, dann werden die mich sehen. Und ich suche mir jetzt da einen Platz irgendwo, weiß nicht, ob bei den Bütchen da noch was frei ist und sonst irgendwie, ja. Würde ich mich da hinsetzen. Ich habe ein Buch dabei, ich kann mir eben einen Schluck zu trinken bestellen. Und wenn die jetzt echt was von mir wollen, dann werden die schon kommen. Okay. Dann setzt du dich da hin. Und nach einem kurzen, ja, also gefühlt ist es relativ kurze Zeit, es ist nicht viel Zeit vergangen. In der Mitte tanzt immer noch das junge Mädchen und kommt. Ja, der Brennan, den kennst du auch noch, auf dich zu, der ja ein hohes Tier ja hier in diesem Club ist. Mhm. Und ja, der schlendert so an den Boxen vorbei und guckt so ein bisschen in die Boxen rein, so. Sieht dich dann da alleine sitzen und rückt dann so seine Krawatte zurecht und kommt dann so zu dir hin und meint so, oh, guten Abend, das ist echt ein seltener Besuch. Tja. Hi. Was führt sie her? Die Musik, der Sound... Der Durst? Tja, also ein Schlückchen zu trinken habe ich jetzt schon auch vertragen, aber eigentlich war es was anderes. Oh, ich bin neugierig. Darf ich wissen, was sie hergeführt hat? Ich hatte das Gefühl, dass mich jemand sucht. Aha. Allerdings hat er sich dafür einen echt blöden Ort und eine echt blöde Gesellschaft ausgesucht. Und ich bin ihm dann gefolgt und er ist hier reingelaufen. Ich dachte, ich setze mich hier hin, wenn der mich immer noch sucht, kann er ja kommen. Wer ist denn hier noch frei? Bitte? Okay. Ja, er setzt sich so neben dich. Interessant. Wie sah denn dieser Mensch, war es ein Mensch, aus? Das weiß ich nicht so genau. Er ist hier in den Club gekommen? Am Türsteher vorbei, ohne in der Schlange anzustehen, ohne irgend nur ein Wort mit dem Türsteher zu sprechen, einfach schweigend dran vorbei. Ich gehe davon aus, der gehört hier zum Interessant. Und damit wirst du ihn ja wahrscheinlich auch ganz gut kennen. Hast du ihn vielleicht sogar geschickt? Ich kenne viele Leute. Geschickter? Nein. Naja, ich frage mich, warum jemand was von mir will. Ich habe mich die letzten Wochen ziemlich... Der ist mir hinterhergelaufen und hat gesagt, halt, bleib mal stehen. Und ich musste mich ziemlich anstrengen, vor ihm zu verschwinden. Wie sah er denn aus? Ja, so ein Hipster irgendwie. Also so ein junger Typ, modisch angezogen. Undercut, was sie heute so tragen. Er seufzt. Ja... Was sie heute zu tragen? Schüttelt so ein bisschen den Kopf. Also, sagt mir jetzt auf den ersten Blick jetzt, also auf die Beschreibung sagt mir jetzt so nichts. Es könnte auf viele junge Männer hinweisen, die hier öfter mal sind. Ja. Weißt du, wenn nicht, dann nicht. Ich will ja nichts von dem. Der scheint ja mich zu suchen. Ich dachte, ich setze mich jetzt hier einfach hin, trinke ein hohes Glas, lese ein bisschen, ich habe ein Buch dabei, warum nicht? Also. Was immer du willst. Der Nächste geht aufs Haus, okay? Cool, danke. Immer das Beste für die Freunde des Prinzen der Stadt. Ich empfehle mich dann mal, ich habe da hinten jemanden gesehen, den ich dringend aus diesem Club entfernen muss. Ja,
dann mal los. Er stapft und es steht auf und stapft quer über die Tanzfläche, die junge Frau meidend auf die andere Seite rüber. Du kannst es noch sehen, wie er dann auf der anderen Seite jemanden mit so einem Kapuzenpulli irgendwie am Schlawittchen packt, ihn irgendwie so beiseite schubst. Der dann relativ schnell aber auch Fersengeld gibt, bevor der irgendwie nachsetzen kann. Tja. Ja, er eilt ihm irgendwie hinterher und ist dann irgendwann aus deinem Blickfeld verschwunden. Während du dann weiter im Buch lesen kannst. Und jemand sich zu dir an den Tisch setzt. Ein ebenfalls junger Mann mit langen Haaren, sehr muskulöse Statur und also kommt erst an deine Box heran, sieht, dass du da irgendwas liest, legt sogleich den Kopf so schief und meint dann so: Entschuldigung? Hm? Ist hier noch ein Platz frei? Bitte. Setzt sich so, guckt dann das Buch an. Interessante Lektüre. Ist das denn der richtige Ort für so einen alten Schmöker hier? Für ein gutes Buch ist überall der richtige Ort. Ich kenne dich irgendwoher. Mein Name ist James. Mhm. Hi, James. Woher kommst du mir so bekannt vor? Hast du meine Zeitung? Keine Ahnung. Keine berühmte Persönlichkeit. Doch. Ich weiß, du bist hier die eine, die den Prinzen gerettet hat, nicht wahr? Und während er das sagt, guckt er sich so ein bisschen verschwörerisch um. Ich wüsste nicht, dass das in der Zeitung gestanden hätte. Kommt auf die Zeitung drauf an. Ja. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Na, ich war dabei. Ah, und dann er wirkt total erleichtert, setzt sich dann irgendwie gerade hin. Dann kennen Sie doch auch eine gewisse Emma Williams, oder? Ich verteile keine Autogrammkarten. Wenn du was von dir willst, melde dich bei ihr selbst. Da ist ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wo sie ist. Dann wird sie das so eingerichtet haben. Ich habe sie jetzt auch schon länger nicht mehr gesprochen, keine Ahnung. Also, aber du wüsstest, wo sie ist. Könntest du ihr eine Nachricht überbringen? Habe ich eine Postbotenmütze auf? Nein, aber ich bin relativ verzweifelt. Tu mir doch den Gefallen. Verzweifelt? Nein, du hast doch einen gut bei mir. Dann erzähl mir doch erstmal, was deine so große Verzweiflung auslöst, dass du jetzt unbedingt Emma sehen willst. Ich muss schon irgendwie mal hören, warum sich das lohnt, dass ich mir die Arbeit mache. Weißt du, sie ist mein Kind. Interessant. Und man kann sein Kind so sehr verlieren? Es ist eine komplizierte Sache. Und? Ja, ich habe irgendwie mir die ganze Sache anders vorgestellt. Schwierig und
Dann kam auch die ganze Sache mit dem verschwundenen Prinzen dazwischen und hier ging alles drunter und drüber und ich habe da irgendwie, ich habe Fehler gemacht, ich gebe es zu. Ich hätte sie nicht verwandeln sollen, glaube ich. Aber ich fühle mich immer noch, ich fühle mich ihr verpflichtet, weißt du. Sie wollte nichts mehr von mir hören und sehen und sonst irgendwie, das hat sie ziemlich deutlich gemacht, aber das Band bleibt. Das Band bleibt. Okay. Du hast also als Erzeuger ziemlich versagt, so wie ich das von ihr rausgehört habe und von dem, hat was sie wir... Hat von mir gesprochen? Du redest also noch mit ihr. Hervorragend. Hämel, das hat sich nur gezeigt, weil wir alle ein bisschen schlecht vorbereitet waren auf das, was uns in dieser Parallelgesellschaft erwartet. Oder mehr oder minder. Es ist ja auch alles super gelaufen. Ihr habt den Prinzen gerettet und jetzt seid ihr sowas wie Chicagos Söhne und Töchter der Wahl. Wenn man das glaubt, was die Leute einem erzählen. Was nicht auf deine ach so tollen Vaterqualitäten zurückzuführen wäre. Nein, aber es färbt doch ein bisschen auf mich ab. Ich muss das ja zugeben. Und jetzt möchtest du den Kontakt, um ein bisschen dich in ihrem Glanz zu sonnen? Das klingt so negativ. Das meine ich auch so. So ist es nicht gemeint. Ich meinte das ernst mit dem Band. Und wenn sie dir relativ deutlich zu verstehen gegeben hat, dass sie dich nicht mehr sehen will, dann wird sie das so gemeint haben. Wir sind zwar nicht immer auf einer Wellenlänge, aber ich respektiere sie doch so sehr, dass ich ihre Wünsche achte. Und wenn ihr Wunsch es ist, dich nicht mehr wiederzusehen, dann kann ich dir nicht helfen. Ja, ich akzeptiere das ja auch. Aber ich muss ihr trotzdem ein paar Dinge sagen, die wichtig wären. Und ich habe versucht, ihr vor die Tür Briefe zu legen und so, aber ich weiß nicht, ob die ankommen. Vielleicht bringst du ihr einen einfach persönlich, dass ich weiß, dass sie das gelesen hat, was ich möchte, dass sie das liest. Ich vertraue dir da, dass du das machen kannst. Das ist echt wichtig, und er guckt mit so einem leichten Hundeblick, guckt dich an. Steckt sie in Schwierigkeiten jetzt wegen dir? Nein. Ich habe eigentlich für alles gesorgt gehabt. Die Schwierigkeiten sind passé. Es geht um andere Dinge. Ich werde mit ihr sprechen. Ich werde dir das schildern, was du mir gesagt hast, und dann bleibt es ihre Entscheidung, ob sie sich mit dir trifft oder nicht. Hervorragend. Ich will ja auch gar kein Treffen mit ihr. Ich will nur, dass sie ein paar Dinge Bescheid weiß. Also würde ich dir ein Schriftstück mitgeben, was für sie persönlich bestimmt ist, und du gibst es ihr einfach. Mehr möchte ich gar nicht. Okay. Hervorragend. Er hat so eine kleine Herrenhandtasche mit, macht die auf, zieht ein Pergament heraus, was mit Siegelwachs zugesiegelt ist und leicht duftet. Als du es in die Hand nimmst, steigt dir dieser Duft nach Herren Eau de Cologne in die Nase.
Und ja, reicht es dir so rüber? Und weil du mir diesen Gefallen getan hast, helfe ich dir auch. Weißt du, ich habe, glaube ich, eine Ahnung, von wem du suchst. Ach ja? Ja. Möchtest du es wissen? Bitte. Gut, dann bring den Brief zu Emma und wenn du das gemacht hast, dann sage ich dir, wen du suchst. Wer das ist und was er von dir will. Na gut. Eine Hand wäscht die andere. Für hier die Info ist nichts wert. Das müssen andere bewerten. Mit dem auch sei, ich gehe wieder tanzen. Ja, viel Spaß dabei. Mach's gut und sag ihr, es tut mir leid. Tja, das kann ich ihr sagen. Soll ich dir denn auch wortwörtlich ihre Antwort ausrichten? Ich denke, ich weiß, wie sie ausfällt. Ich bin morgen wieder hier. Gut. Das Telefon klingelt bei William. Also Alexa klingelt. Was hat sie denn für einen Klingelton? Sherry, Sherry, Lady. Kursus. Alexa, geh doch mal ran. Ja, Emma hört dann, wie abgenommen wird, aber ja, du hast nur so ein paar Hintergrundgeräusche. Was hört sie denn im Hintergrund? Naja, ich bin. Wo bin ich denn jetzt gerade? Also, wie weit bin ich gekommen? Sitze ich im Auto oder? Du sitzt im Auto, ja. Ja, dann hört sie halt das Autoradio, was gerade die Entrance Music von Baltimore spielt. Mhm. Düstere Pionier ist gut. Piano-Musik, ja, so auf ganz böse gemacht. Und ja, dann hört sie eben Wortfetzen. Welche Worte? Ich unterhalte mich mit meinem Manager. Ja, und warum hast du das denn nicht abwenden können? Ich hab's doch versucht, ne? Ich hab das doch schon erklärt. Ja, du hast es versucht. Du sagst immer nur, du versuchst alles. Was bist du für ein Manager? Wen hast du vorher gemanagt? Kein? Niemand. Das war klar. Das war. Warum habe ich dich eigentlich genommen? Ah, stimmt. Ich kannte niemanden anderen. Hey, du bist gut, Champion geworden unter mir. Ja, das lässt sich nicht leugnen. Nicht leugnen. Sag mal, ist das normal, dass da das Licht an deinem Handy blinkt? Nein. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Alexa, gib Antwort. Alexa, mach laut. Endlich! Ich rede mir hier schon den Mund fusselig. Hallo? Hallo? William! Also jetzt dreh doch mal das scheiß Radio leiser! Oh, du kannst doch auch mal was tun! Alles musst du dir selber machen! Hallo? William, hörst du mich? Naja, ich bin ja nicht taub. Ist klar, den Eindruck hast du bis jetzt nicht vermittelt. Wieso? Weil ich hier schon seit einer halben Stunde gefühlt mit dir rede, du mich aber nicht hörst. Halbe Stunde? So lange sitzt du noch gar nicht im Auto. Kannst du mal sehen. Also, wer bist du überhaupt? Und was willst du? Achso, Moment. Ach, ja, okay. Dich kenne ich. Aber warum rufst du mich an?
Ich habe eine Frage an dich. Ich dachte, du kannst mir weiterhelfen. Na, um dir weiterzuhelfen, musst du die Frage ja stellen. Kennst du jemanden namens der Kaiser? Franz Beckenbauer? Nein, er nannte sich nur der Kaiser, ohne andere Namen. Ach, warte mal, lass mich kurz. Schlank, groß, nein, zieht ein groß Bein nach. Schlank, nicht groß, also klein, mittelgroß und zieht ein Bein immer nach. Ja, genau der, so gruselige Hautfarbe und so. Hm? Wo ist der? Wie heißt der Club, in dem ich gespielt habe? Such dir was aus. The Smashing Pumpkin. So ein Club hier in der Gegend, in dem ich öfter mal spiele. Er hat ihn heute Abend spontan gekauft und versucht mich jetzt zu einer gemeinsamen Bühnenkarriere zu überreden. Kam mir nicht ganz koscher vor. Ich dachte da an deinen Klüngel. Bleib, wo du bist. Mach dich an ihn ran. Halt ihn fest. Ich habe ihm noch eine Kraft Prügel versprochen. Das stimmt. Ich bin gerade erst gegangen, aber ich kann gerne hier auf dich warten, wenn du das möchtest. Ja, das möchte ich. Wie schnell kannst du denn hier sein? Ich meine, bis Sonnenaufgang warte ich garantiert nicht. Ach, wir haben doch erst 11. 11. Haben wir 11? 11? Ja. Alexa, wie spät haben wir? Es ist 11:14 Uhr. Ha, Viertel nach 11. Ja, ja. Das schaffe ich. Gib doch mal Gas. Wir fahren jetzt nicht zu der Liga. Also die Liga kann warten. Ja, die Liga, ich bin der Champion. Ich sage, die Liga kann warten. Ja, und fahr zum Smashing Pumpkin. Du weißt, wo das ist. Weißt du überhaupt, wo das ist? Nein. In welcher Straße ist der komische Club? River Street 21. Ja. Du weißt, wo River Street ist, oder? Die River Street. Weißt du, wo die... Ich hab, ja, Alexa Navi. River Street 21. Also, ganz ehrlich, wer hat dir erlaubt, mit Alexa zu reden? Alexa ist mein. Ja? Noch ein Wort zu Alexa aus deinem Mund und du spuckst Zähne, Freund. Alexa, wo ist die River Street 21? Also Alexa. Ja, Alexa antwortet nicht. Ja, wir werden schon finden. Tschüss. Ich leg auf. Ja, ich schaue so ein bisschen irritiert das Handy an, schüttel nur den Kopf, warte aber tatsächlich vor dem Club. Bei William auf deinem Handy-Display erscheint ein böses Smiley-Gesicht. Und was sich dann irgendwie also mit so herunterkommenden Augenbrauen und so ein bisschen Mundwinkel nach unten, was sich dann in ein Smiley-Gesicht langsam verändert in so ein Puh-Emote. Also bitte, Alexa. Ja, ich meine, du bist die wunderschönste Frau der Welt. Du bist klein, du bist viereckig, du bestehst zu 90% aus Metall, ja, und du hast ein wunderschönes Retina-Display. Also, ich könnte dich so, ach, weißt du was, was heißt ich könnte dich? Ich knutsch dich einfach. Und jetzt, meine Herz, allerliebste, zeige mir den Weg. Während William geknutscht hat, hat er versehentlich die Kurzwahltaste betätigt und hat Jonathan Bauer angerufen. Und das ist das Erste, was Jonathan hört, wenn sein Handy klingelt und er dran geht, sind Knutschgeräusche. Hallo? Ja, William? Du bist aber auch die allerbeste.
Oh, es war gestern, also mit dir gestern Abend beim Training, das war so wunderschön. William? Ich bin so entzückt von dir. Deine Augen William. Leuchten. William? Dein Haar. William! Dein Haar ist so. Du bist. Hallo? Hallo? Ja, auf dem Display ist ein lachender Smiley. Ja, ich weiß, du bist glücklich. William, warum rufst du mich an, um mir deine semisexuellen Geflogenheiten mitzuteilen? Was? Ich hab dich nicht angerufen. Mein Handy hat geklingelt, dein Name stand im Display, das nennt man in unserem Sprachgebrauch anrufen. Also wenn ein Handy das andere per Funkwellen versucht zu... Na, du weißt schon. Aber ich hab... Also ich hab... Hier sind gar keine Wellen. Wellen? Nein! Also ist ja auch egal. Wolltest du mich jetzt nicht sprechen oder nicht? Ja, ich glaube schon. Also jetzt, warte mal, jetzt, wo du wolltest du nicht vorgestern zum Training kommen? Auf dem Display von Alexa erscheint ein kleines GIF, was so die Figur von Vicky sieht, die so diesen Vicky-Move gerade macht. Oh, Moment, Alexa hat was zu sagen. Was möchtest du mir sagen, mein Schatz? Das GIF wiederholt sich. Ich habe eine Idee. Meine Nase juckt. Ich muss meine... Nein. Alexa, jetzt äußere dich doch mal klar. Ich meine, meine Nase juckt gar nicht so doll. Das ist... Das GIF hört auf. Es kommt ein nächstes GIF von Homer Simpson. Nein. Später. Sei mal ganz ein braves Mädchen. Ich spreche gerade mit dem Herrn Bauer. Ja, mit dem Herrn Bauer. Herr Bauer? Jonathan? Jonathan? Ja. William. Wolltest du nicht vorgestern zum Training kommen? Ich hatte Probleme. Ich war indisponiert und das wäre jetzt auch ein Grund, über den wir mal reden müssten. Ja, dass du Probleme hast, das ist mir klar. Ich meine, wer läuft schon mit so einem Zylinder rum? Das ist, also, nee, nicht, dass Alexa deinen Zylinder richtige nicht zu Probleme. Schätzen müsste. Ja, ich habe auch Probleme. Ich muss gerade jemanden verprügeln. Können wir uns bitte beim Smashing Pumpkin River Street 21 treffen? Hast du gerade einen Tritt in die Weichteile bekommen? Nein. Dann bin ich gut. Der Kaiser. Wer? Der Kaiser. Also Otto? Der wird gleich. Nein, nicht Otto. Das ist Otto. Nein. Der österreichische Kaiser. Ah. Ja. Aha. Ja, dann, Moment. Ich bin 20 Minuten da. Ich gebe dir 15. Oh, wo er gerade sagt, österreichischer Kaiser, ne? die Tremere sind doch aus Österreich. Ne? Vielleicht meint er das. Das trifft sich gut. Genau über den müssen wir reden. Okay, das können wir machen, nachdem ich ihn verprügelt habe. Also, erst kommst du mal bitte dahin. River Street 21! Alles klar. Wenn du ihn verprügelt hast, wäre es nett, wenn du ihn noch festhältst. Ich würde ihn gerne noch ausweiten. Ich darf nicht mehr in die Bibliothek. Warum das denn nicht? Ich meine, habe ich etwa deine Bücher umsonst geschleppt? Nein, nicht meine, sondern die anderen, die von den Österreichern. Die haben mich quasi rausgeschmissen und das sehe ich nicht ein. Jetzt gibt's Krieg. Ja, aber sowas von. Oh. Gut. Also dem
Den geben wir es aber. Den. Ja. Diese Drecksösterreicher. Wann haben die jemals was Sinnvolles hervorgebracht? Also ich finde, wir sollten mit dem österreichischen Export anfangen. Lass uns, nachdem ich den Kaiser verprügelt habe, nach Hollywood. Ist mir egal, solange ich wieder... Aber erklären wir später. Ich muss sowieso noch was anderes mit euch testen. Ich bin, du weißt schon, gleich da. Moment, du musst was testen? Ich nicht. Nimm wen anders. Ich bin doch nicht das Versuchskaninchen. Nein, ich will nichts an dir versuchen. Hab ich eigentlich irgendwie das Gefühl, dass der Bond zu Mene weg ist? Der was? Das Blutsband zu Mene? Ja. Und du fühlst, dass du noch ein Blutsband hast, oder? Also ich kann nicht fühlen, zu wem ich es habe. Ja, du fühlst denjenigen, zu dem du gebunden bist, das ist Menele. Ah, Menele heißt er. Mhm. Ich habe Mene, ja. Ist er, okay, Bombe, dann ist ja noch alles in Ordnung. Dann lehne ich mich mental nochmal entspannt zurück. Gut, ich... Aber ich mache jetzt Schluss mit dir. Das kannst du doch nicht tun, William. Denk doch an die gute Zeit, die wir... War ein Witz. Mein Twinsie lädt noch. Ich bin bald da. Na gut. Ich bleib mit dir in Verbindung. Weil ja. Ich kann dich doch nicht... Aber dann hörst du jetzt die ganze Zeit Radio. Das tut mir leid. Ich also, leg auf. Ja. Hallo? 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 Alexa? Wir sind gleich da. Wo ist Mr. Andrews, wir sind gleich da. Wir sind da? Der Club da. Ich suche noch einen Parkplatz. So, oder soll ich sie direkt rauslassen und dann einen Parkplatz suchen? Du kannst mich rauslassen. Halt an. Jetzt Bremse. Sofort? Bestimmt nicht erst, wenn du einen Parkplatz gefunden hast. Er steigt in die Eisen. Und hinter dir. Ja, ich steige aus, gehe zu dem Wagen hinter mir. Mhm. Baue mich davor auf, steige auf die Motorhaube und zeige meinen Championship-Gürtel. Was bist du denn für ein Verrückter? Ich bin nicht verrückt. Wer ist hier verrückt? Ich bin Mortifer Mors. Chef! Wrestling Champion of the World. Entschuldigung, Chef. Ja? Ihr Telefon. Oh. Ja, Alexa, was gibt's? Wir haben wichtiges zu tun. Du hättest es im Auto gelassen. Ich soll es noch nicht anfassen. Oh, ja, da hast du recht. Na, okay, dann entschuldige mich kurz, ich bin gleich wieder da. Ich steige von der Motorhaube runter und gehe langsam zu unserem Wagen. Ja. Um Alexa zu holen. Mhm. Dann gucke ich auf Alexa. Ja, du hast eine Nachricht, also eine Statusnachricht. Die da wäre? Mach den verrückten Hooper platt. Du bist ziemlich brutal und das gefällt mir an dir. Es kommt so ein kleines GIF von so einem Waschbär, der mit einer Kettensäge gerade so ein Kaninchen köpft. Okay, ich habe ja gesagt, ich bin gleich wieder da. Alexa, komm mit. Dann gehe ich neben das Auto. Ist die Scheibe unten, oben? Oben. Ja, dann ball ich meine Faust, hole aus und hämmer meine Faust durch die Scheibe. Okay. Es gibt ein lautes, klirrendes Geräusch. Hallo, guten Abend. Ich bin Mortimer Mors, Ihr Wrestling-Champion. Und dann ziehe ich den Typen durch das Fenster. Mhm. Ja. Gib ihm rechts und links ein. Steh dann auf. Gucke auf Alexa.
Habe ich es gut gemacht? Habe ich es gut gemacht? Ja. Es scheint nur ein Wort auf dem Display. Mehr. Nee. Es tut mir leid, aber guck mal. Und dann kriege ich da noch zwei. Mhm. Dann nehme ich ihn, mache einen Vertical Suplex und lasse ihn auf seine Motorhaube fallen. Ja, am Straßenrand dann, stehen ein paar Teenager mit ihren Handys und filmen das Ganze. Dann steige ich auf das Dach des Autos und mache von da oben ein Frog Splash. Lass mich auf den Typen drauffallen und bleibe auf dem Typen liegen, der auf dem Rücken liegt, und gucke meinen Manager an. Der läuft so schnell er kann neben dich, kniet sich neben dich hin und macht so 1, 2, 3! Ding, 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 ding! Und Mortifer Wars, der Wrestling Champion of the World, hat wieder einmal gesiegt. Ja, der Warum typ, höre ich keinen Jubel? Ist, den du da gesplasht hast, ist ja völlig platt. Naja, das ist ja, kann ich ja nichts zu. Warum höre ich keinen... Moment, Chef, Moment! Manager holt sein eigenes Handy raus und spielt so so einen Ton ab, so Fangejohl. Oh ja, das ist sehr gut. Das ist, sowas hört man gerne. Ich verbeuge mich und jetzt gehe ich. Alexa, die Show ist vorbei. Ich suche noch einen Parkplatz, Chef. Oder soll ich den entsorgen hier, den Mann? Den Mann und am besten sammelst du auch die Handys ein. Welche Handys? Na, die von den Kiddies da vorne. Oh, Scheiße! Ich bin mal weg. Ich erwarte dich dann gleich im Club. Ja, und dann gehe ich Richtung Clubtür. Ja. Ja, Melina, wie möchtest du denn Emma finden, um die Nachricht zu überbringen? Wie möchte ich sie finden? Ich rufe sie an. Dann klingelt das Handy von Emma. Ja. Hi Emma, Melina hier. Oh, lange nicht mehr gehört. Das ist wohl so, ja. Pass auf, ich rufe an, ganz komisch. Ich habe heute deinen Erzeuger getroffen. Naja, es gibt auch schlechte Tage. Ja, ich weiß. Ich weiß wohl. Du hattest ja am Rande auch mal von ihm gesagt, dass du ihn nicht mehr sehen wolltest und sowas. Und der ist wohl sehr bedröppelt und der sagte nun, ich solle dir unbedingt einen Brief geben, weil es gäbe irgendwie Dinge, die du ganz wichtig wissen müsstest. Er hätte dir schon ganz viel Zeug vor die Tür gelegt und Briefe, die du finden solltest. Es tut ihm ja so unfassbar leid, bla bla bla. Er hat mir dagegen einen Deal vorgeschlagen, deswegen dachte ich, ich gebe dir das einfach mal, du musst ja nicht drauf eingehen oder irgendwas, aber dann habe ich meinen Dienst erfüllt und der verrät mir, was ich wissen will. Ich habe hier jetzt einen Brief für dich, wollte ich nur sagen. Ja, von mir aus, wenn es dir weiterhilft, gib mir diesen verschissenen Brief. Danke. Wo kann ich dich denn erreichen? Lustig, dass du fragst. William ist auch gerade auf dem Weg hierher. Oh, ich bin schon. Ich warte, bis er wieder weg ist. Vielleicht machen wir sowas wie ein Klassentreffen. Yay. Hast du Getränke da? Nein, ich wäre vielleicht tatsächlich ganz nett. Hast du irgendwas gehört von irgendeiner Veröffentlichung darüber? Ich bin angelabert worden. Hey, du bist doch die. Und ich habe gedacht, hey, da stand doch in keiner Zeitung oder was, wieso werde ich erkannt und angelabert, aber ist offensichtlich. Nee. Gibt es hier noch irgendwelche Kanäle, die ich nicht durchschaue, aber. Ja, wir sind ja auch nicht wirklich gut auf die ganze Scheiße vorbereitet worden. Ja. So sieht's wohl aus. Nee, ich habe tatsächlich keine Ahnung, aber ich hatte eine unheimliche Begegnung mit einem
unsere Art scheinbar. Und deswegen soll mir da William so ein bisschen aus der Kacke helfen. Okay. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ach, ich habe hier in so einem Club gesungen. Smashing Pumpkin. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Und auf einmal klopft es an meiner Garderobentür und so ein gruseliger Typ kommt. Naja, reinkommen wäre wohl zu viel gesagt. Er steckt seinen Kopf rein und bittet mich darum, mit ihm an der Bar zu reden. Und da er nun der neue Besitzer des Ladens sei, den er mal ebenso heute Abend auf die Schnelle gekauft hat. Ja, jedenfalls in dem Gespräch kam dann raus, dass er unbedingt mit mir zusammen eine Bühnenkarriere angehen will. Und als ich ihn dann bat, mir seine Künste zu zeigen, hämmerte er wie wahnsinnig auf dem Klavier umher und ich sag dir, William ist ein Dreck dagegen. Deswegen das ist vielleicht einer seines Klüngels. Okay. Er scheint ihn auch zu kennen. Ist auf dem Weg hierher, wie gesagt. Weißt du, alleine, um das mal zu sehen, komme ich gerne direkt vorbei. Das klingt unterhaltsam. River Street 21. Ich stehe noch hier und warte. Ja, super, danke. Bis gleich dann. Bis gleich. Gut. Ja, zuerst kommt ja William am Club an und ich denke, Jonathan und Melina werden später kommen. Also Jonathan und Melina werden ungefähr dann gleichzeitig dann nachher beim Club eintreffen. Weil erstmal betritt William den verrauchten Club, der leer ist, bis auf. Ich stehe davor, ne? Also ich würde. Ja, okay, dann vorher steht sie sogar vor der Tür, ja. Genau. Oh, William, schön, dass du da bist. Ja. Mir ist es auch immer eine Freude, wenn ich da bin. Wie geht's Siri? Ich meine, Alexa? Alexa ist doch inkognito. Also, Siri, ich habe einen neuen Ausweis. Hier. Hübsches Bild. Ich bin so überhaupt nicht gefesselt. Hab ich gut getroffen, ne? Ja, aber pst. Siri ist jetzt Alexa. Und Raida ist jetzt Twix. Sonst ändert sich nichts. Sehr gut. Aber jetzt zeig mir den Kaiser. Ich habe ihm beim letzten Mal versprochen, dass ich ihn verprügeln werde. Wenn du Lust hast, können wir vorher ein kleines Klassentreffen machen. Können wir das danach machen? Es ist ganz dringend, dass ich ihn verprügeln muss. Aber Melina wollte zusehen. Ja, das kann sie ja dann danach machen. Also, ich kann ihn ja einfach nochmal verprügeln, wenn sie da ist. Aber Melina wollte zusehen. Du bist absolut kein Gentleman. Wenn sie zusehen will, dann wartest du. Nein, ich werde nicht warten. Alexa, was sagst du dazu? Alexa schweigt, weil... William redet ja gerade nicht mit dir. Alexa, sei höflich, gib eine Antwort. Bist du höflich heute? Ja, du bist ein so kleines Zuckerstück, du. Es kommt ein Wikipedia-Eintrag zu Höflichkeit. Guck, da steht's. Frauen den Vortritt lassen. Langweilig. Wie lange muss ich warten? Na, bis Melina hier ist. Sie wollte sich direkt auf den Weg machen. Und wie lange dauert das? Das habe ich nicht gefragt. Also, wie lange hat es denn bei dir gedauert? Keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Aber Jonathan hat gesagt, er ist innerhalb von 10 Minuten hier. Jonathan kommt auf? Ja. Der wollte auch sehen, wie ich jemanden verprügel. Na siehst du, dann hast du ja schon
Warum will er sehen, wie du jemanden verprügelst? Ich weiß nicht so genau, er hat irgendwas gefaselt von, wir nehmen die Bibliothek auseinander. Und das klingt so gar nicht nach ihm. Er darf da nicht mehr rein oder so. Und ihr wolltet die Österreicher vernichten. Ach ja, und die Österreicher wollen wir auch vernichten. Also erstmal den Kaiser. Ja, da drin ist der Kaiser von Österreich. Kann sein. Es ist der Kaiser. Und manchmal... Ich hoffe, du schaust ihn dir vorher an, bevor du zuschlägst. Nur um sicherzugehen, dass es der ist, den du suchst. Ich glaube schon, dass es der ist, den ich suche. Das ist nicht die Antwort auf die Frage. Wirst du ihn dir vorher anschauen? Naja, wenn ich nicht hingucke, dann treffe ich ja vielleicht nicht. Das beruhigt mich irgendwie. Aber ich habe nicht so viel Zeit, wenn er gleich weg ist. Kannst du nicht wenigstens reingehen und dich ein bisschen um ihn kümmern? Streichel ihm seine Glatze. Er hat keine Glatze. Ist mir egal. Streichel ihm, du weißt ja nicht wo. Geh rein und streichel ihn. Ist mir egal. Aber Merlin und John ist... Nein, der darf nicht abhauen. Wenn der abhaut, dann habe ich... Nein! Jetzt geh rein. Sofort. Ich will ihn nicht streicheln. Na, dann unterhalte dich mit ihm. Ist mir doch egal. Mach doch das, was Frauen machen. Wackel mit irgendwelchen Körperteilen. Ich wackel mit der Hand. Ja, mach doch das. Aber jetzt mach das drin. Ich schaue die Straße entlang in der Hoffnung, dass jemand kommt. Ja, Jonathan fährt, wie zügig fährst du? Bald. Ziemlich zügig, weil es ist ja ein Thema, was mich brennend interessiert. Ja, dann kommt Jonathan gerade mit eilendem Tempo um die Ecke gebogen mit seinem, was fährst du? Renault Twizy, Elektroauto. Ah, ja. Man hört kein Motorengeräusch, aber er schießt. Ja, langsam die um die Ecke. Schießt langsam um die Ecke. Stille war es, der Mond schien helle. Ja. Ja, dann würde ich, sobald ich sie sehe, quasi... Kein Parkplatz vor dem Club frei. Genau, deswegen würde ich sagen, sobald ich sie sehe... Das Einzige, was man sieht, ist ein Fahrzeug, was irgendwie ein paar Meter vor dem Club mitten auf der Straße steht. Was dir jetzt das Weiterfahren irgendwie ein bisschen erschwert, weil steht halt da. An dem komme ich nicht vorbei, oder wie? Du könntest dran vorbeifahren, ja. Also ich würde dann... An... Halt. Ja. Ist mir egal. Ja, fährst du dran vorbei... Blickst noch so rüber und siehst, dass da ein Typ in seinem Blut vor dem Auto liegt und der Manager von William irgendwie so aufgeregt irgendwie um ihn rumläuft. Ich winke ihm. Also den Manager. Ich kenne ihn ja, denke ich mal. Hallo! Ja, dann rase ich schnurstracks auf die drei zu. Ja. Zieh so 20 Meter vorher die Handbremse, dreh mich, bleib auf der Straße stehen, steig aus. Wo ist der Österreicher? Jetzt gibt's den totalen Krieg. Also Jonathan, hat er von William? Was hat er von William? Dieser Auftritt wäre definitiv cooler gewesen mit einem anderen Auto. Ich habe kein anderes, tut mir leid. Emma. Werde ich mir merken. Daran kann man ja arbeiten. Und ich schaue die Straße entlang, ob hoffentlich jetzt auch Melina kommt. Wir warten noch auf Melina, du weißt schon. Melina läuft die Straße entlang, wird von einem Krankenwagen überholt, der hinter einem Auto stehen bleibt, was mitten auf der Straße steht. Die Leute kommen raus, tragen einen schwer blutenden Mann da rein, irgendwie ergänzt den Manager von William, wie die Hände so beim Kopf zusammenstecken. Und ein paar Meter weiter siehst du dann mitten auf der Straße das Elektroauto von Jonathan quer auf der Straße stehen. Und die drei halt vor dem Club. Oh Himmel, Herrgott, Halleluja. Ich muss niemanden streicheln. Ah, Mist, ihr habt schon ohne mich angefangen. Das sieht ja fancy aus hier.
Okay, wo geht's jetzt richtig los? Da drin. Ich zeig auf den Eingang zur Bar. Also darf ich jetzt endlich loslegen? Ja, bitte, leg los. Okay, also, hallo Melina, ich muss mal hier rein. Ich will mit. Ja, dann betrete ich den Laden. Ja, der Laden ist immer noch ein bisschen verraucht, aber ansonsten keine Menschenseele drin, außer der Barkeeperin, die gerade ein paar Gläser putzt. Fräulein von und zu Barkeeper. Wir haben geschlossen. Nein, die Tür war auf, also habt ihr offen. Ja, es sind noch 5 Minuten. Mir ist mir egal. Wo ist der Kaiser? Was für ein Kaiser? Na. Ich komm hinterher und sag, na, der neue Besitzer. Ach, der! Keine Ahnung, der ist eben durch die Hintertür raus, so vor einer halben Stunde. Ich hatte dir gesagt, du sollst reingehen und ihn streicheln. Und ich wollte ihn nicht streicheln. Es ist mir doch scheißegal, jetzt ist er weg und ich kann ihn wieder nicht verprügeln. Lass uns doch erstmal gucken gehen, ich gehe Richtung Hinterausgang. Aber Moment mal, das ist sein Laden, oder? Ja. Barkeeperin? Mhm. Mister? Bitte verlassen Sie den Laden. Nein, ich muss hier gleich noch alles aufwischen und sauber machen und zuschließen. Oh, das willst du nicht wirklich. Hä? Eri? Alexa? Alexa? Ja, William. Spiele! Spiel mir das Lied von der nassen Kneipe. Das ertönt What Shall We Do With a Drunken Sailor. Das ist ein wunderschönes Lied. Na gut. Ich gehe zum Billardtisch. Ja. Nehme den Kö. Mhm. Mache den Kö ein Stück kürzer. Mhm. Gehe dann Richtung Bar. Ja. Und fange an, die Whiskyflaschen zu deppern. Hey, was machen Sie da? Hör aufhören! Nein, ich mache jetzt weiter. Frau Williams, tun Sie doch was, denn der macht ja alles kaputt. Ich habe doch gesagt, Sie wollen nicht wischen. Ich schaue die anderen beiden an. Und jetzt? Tut doch was! Jonathan, kannst du mir mal zur Hand gehen? Natürlich, wo ist der Österreicher? Und ich ziehe mein Säbel. Ich gehe Richtung Ausgang und schau mal. Sie verschwindet irgendwo im Hinterzimmer. Ja, ich fange an, den Laden ein wenig umzugestalten, zu verschönern. William, was machst du da? Das sind vielleicht österreichische Flaschen, aber egal. Nein, es sind keine österreichischen Flaschen. Warum? Guck mal, der Laden gehört dem Kaiser. Ja. Yeah. Der Kaiser ist Österreicher. Ja. Yeah. Wir beide, du und ich, wir mögen keine Österreicher. Nein. Also machen wir doch erstmal den Laden des Österreichers klein. Das ist doch davon logisch. Komme ich aber auch wieder nicht in die Bibliothek. Das erledigen wir gleich. Ja, ich stelle mein Schwert mit der Spitze auf den Boden, lege nämlich auf den Knauf und warte. Ja, und ich gestalte den Laden um. Melina? Hier. Du bist stark. Ich weiß, dass du stark bist. Kannst du mir mal zur Hand gehen, bitte? Was der Billardtisch. Denn? Der Billardtisch, der steht da nicht gut. Der muss um 90 Grad gedreht werden.
William, mir ist jetzt immer noch nicht so richtig klar, was das jetzt bringen soll, diesen Laden hier kurz und klein zu machen. Dir ist schon klar, dass Emma hier ihre Arbeit hat, oder? Dass ihr macht das alles kaputt hier. Es ertönt aus Williams Brusttasche ein Macht kaputt, was euch kaputt macht. Dann helfen wir ihr einfach, eine neue Stelle zu finden. Ich meine, guck sie dir an. Guck genau hin. Sie sieht gut aus. Das stelle ich ja gar nicht in Frage. Aber ich glaube nicht, dass das hier jetzt der Weg ist, den wir gehen sollten. Dieser Weg wird kein leichter sein. Richtig. Dieser Weg ist steinig und schwer. Er fängt nämlich damit an, dass du dich jetzt ein bisschen zusammenreißen musst. Der Billardtisch kann nämlich nichts dafür. Der hat's nicht gemacht. Es erscheint auf dem Display, also es macht Pling in deiner Brusttasche. Das Lied hört auf, es macht Pling. Was ist denn los, Alexa? Frag den Billardtisch, ob es ihm gut geht hier. Okay. Tisch? William steht vor dem Tisch und spricht mit dem Tisch. Herr Tisch! Ja, und tatsächlich vor Williams Augen beginnt dieser Billardtisch mit diesem Kugel-Aus-Ding als Mund mit ihm zu reden. Ja! Geht es Ihnen gut hier, Herr Tisch? Werden Sie gut behandelt? Sehr gut geht es mir hier. Also möchten Sie hier stehen bleiben? Eine super Ecke hier. Auch die Gradzahl ist in Ordnung? Sie ist perfekt. Und Ihre Kugelfreunde? Wir könnten ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebrauchen. Okay. Jonathan? Ja. Kannst du mal bitte hier die Kugel, die schwarze 8, die braucht mehr Aufmerksamkeit. Du kriegst so ein leidiges Zucken in die linke Liste Gesichtshälfte. William, das ist deine Eintrittskarte in die Bibliothek? Die schwarze 8. Spiel mit mir, sagt die Kugel. Die schwarze 8 ist die Eintrittskarte in die Bibliothek. Und was soll ich mit ihr machen? Spielen. Du weißt doch, wie man mit Kugeln spielt. Ja, das wird schwierig. Der Kö ist kaputt. Aber da an der Wand hängt doch ein zweiter. Vielleicht spielen wir eine Runde Billard. Ja, steck mein Schwert wieder weg. Okay, ich baue auf. Während die beiden da IQs holen, die Kugeln aufbauen. Du stößt an. Ja, während die da Emma jetzt nochmal, was ist hier mit dem Kaiser von Österreich und warum muss der Billardtisch deswegen kaputt gehauen werden? Ich bin nicht da, ich bin Richtung Hinterausgang gegangen. Ach, du bist zum Hinterausgang. Richtung Ausgang, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Ach, Verzeihung, ja. Ja, ich mit Blick auf die Uhr würde ich aber sagen, mit dem epischen Bild von Jonathan und William, die mit dem Billardtisch spielen, also mit den Kugeln am Billardtisch spielen, Emma, wie sie gerade in den Hinterraum hechtet, und Melina, die einfach nur zwischen den beiden in der Mitte steht und fragend irgendwie die Schultern hochzieht. Aber auch ein bisschen lacht. Auch schon auch lacht dabei. Also ich finde das sehr skurril und ich habe da Spaß dran. Das muss ich jetzt ja mal sagen. Ja, verlassen wir diese Szene bis zum nächsten Mal. Und bedanken uns bei den Zuschauern. Und ich danke euch fürs Mitspielen. Hatte sehr viel Spaß heute. Und ja, beim nächsten Mal müssen wir dann gucken, was ihr da alles so eingerichtet habt in Chicago. Ja. Nicht viel. Nein. Nein. Ein oder zwei Maskeradebrüche. Ja, egal. Gut, ja.
Ja, Stefan sagt auch, es war richtig lustig, euch zuzusehen. Gute Nacht. Ich wünsche auch eine gute Nacht. Ich sag mal, wenn ihr mehr von Rollenspiel-Streams gucken wollt, dann guckt doch mal auf den Nordpol. Oben läuft die Adresse durch. Da gibt es auch tolle Sachen, zum Beispiel einen Adventskalender von Sere und Joe. Da ganz toll zu empfehlen. Jeden Tag um 8 Uhr ein neues Türchen. Schaut da mal rein. Oder auch bei Mischka ganz verschiedene, unterschiedliche Streams. Ja. Der hat sich gleich einen Jahreskalender vorgenommen. So ähnlich, ja. Er macht einen Jahreskalender. Und ja, auch andere Leute noch, die ganz viele unterschiedliche, tolle Sachen machen. Schaut da mal rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.